Meine Kontonummer ist 513472. Das Traurige ist, das weißt du auswendig. Ja, das funktioniert. Warte, meine Nummer ist 1998. Ist das nicht die von dieser Porno-Hotline? Nee, das ist die Barcode-Nummer von Ring Fit Adventure. Ja, gut. Ich meine, warum nicht? Ring Fit Adventure hier liegen, deswegen habe ich danach auch die Nummer da genommen. Diese 513-Nummer, weil die Nummer weiß ich nicht mehr, woher die kommt. Das steht für keine, nichts Privates. Ich habe irgendwo eine Nummer mal gesehen, die hat eine 513. Ich meine, es war eine Abhängigkeit. In Deutschland sind die ja die darfst, also in Deutschland, die sind ja das Problem, sind die eben nicht problematisch, weil die halt, weil du damit nichts anfangen kannst. In Amerika, die ist ja schwieriger. Ach, da bist du auch nicht. Okay, ich direkt nochmal ins Schweben rein. Ah, perfekt. Warte. Ich will es, ob ich mich hören kann. Mit Nintendo 64 Mucke. Okay, hört sich eigentlich ganz nice an. Hört sich ganz nice an. Auf jeden Fall, ich habe hier, nur hier gibt es die heißesten News bezüglich der Direct, die um Mitternacht startet. Wenn du das sagst. Weil ich habe wirklich richtig heiße News. Power und Wipper sind doch schon im Spiel. Die haben wir doch schon. Es gibt noch heißer. Noch heißer als Pyramidra, das glaube ich nicht. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Vom Muskelteufel aus Ring Fit Adventure, das sind die heißesten. Ich würde Draco feiern so ein bisschen, bin ich ganz ehrlich. Ja, das wäre cool, wenn der reinkommt. Ich sehe eher den Trainer reinkommen, wenn ich ehrlich bin, aber möglich wäre es auf jeden Fall. Tatsächlich kann ich mir das vorstellen, dass das als Bonus vielleicht irgendwie nochmal nachgereicht wird. Irgend so ein Charakter. Ich glaube nicht, dass der Charakter als Bonus rausbringen. Ich glaube aber, Ring Fit Adventure wird jetzt nicht so eine krasse Sache bleiben. Oben, unten, unten, links, rechts, links, rechts, B, A, kein Start. Start hat nicht mehr reingepasst, das ist schon das Maximum. Es ist ein Wunder, dass überhaupt so viel reingepasst. Ach ja, 6969. 69, ein Mann von Kultur. Nein, das ist mein Lieblingsbibelvers, du unkultiviertes Arschloch. Aber die Bibelverse gehen doch nicht bis 69. Schweige denn bis 20. Echt nicht, scheiße. Irgendwie so gab es Psalm Kapitel 69, schau dir. Ja, aber es ist ja immer wie mit einzelne Verse, die gehen schon bis 20, aber. Die sind ja einzeln in die Bücher eingeteilt, Matthäus und so. Ich kenne meine Bibel. Ich habe gerade nachgeguckt, was denn Paragraph 69 im Grundgesetz ist. Das ist Entziehung der Fahrerlaubnis. Das finde ich irgendwie lustig. Weiß nicht warum. Okay. Ich hab grad nichts gehört, weil ich gerade im Soundtest beim Stream war. Sorry. Achso, das ist nicht schön. Okay. Auf jeden Fall heiße Infos, weil wegen apropos Konami-Code. Es gibt ja seit 3-4 Tagen gibt es den Leak, dass eine Konami-Collection kommt. Und nicht irgendeine Konami-Collection, sondern die Castlevania-Collection. Warum willst du damit sagen, wir kriegen Simon oder Richter in Smash? Ja, das würde ich damit sagen. Kriegen Castlevania Charakter rein. Ob es glaubt oder nicht, Castlevania kommt endlich zu Smash. Yay! Haben wir so lange drauf gewartet, endlich ist es da. Nee, es ist auf jeden Fall. Es ist die Castlevania Advanced Collection. Das heißt, 3 oder 4 Spiele. Ich bin mir nicht sicher, ob es 3 sind oder 4. Weil ich kenne eigentlich 4 Spiele von Castlevania, die eigentlich auf dem GBA rausgekommen sind. Okay, und welche? Und das Castlevania Aria of Sorrow, Harmony of Dissonance, Circle of Moon und Castlevania. Also es gibt eins, das heißt einfach Castlevania. Ja, das war das erste wahrscheinlich. Nee, das war irgendwie so ein
Remaster, Remake oder sowas, ich weiß es nicht mehr. Ich hab so ewig keinen. Kein Spider-Man. Also deswegen nimmst du Kasuya, damit du trotzdem gewinnst. Nee, wenn ich versuche irgendwas. Ach man. Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, B, Arsch, da, scheiße. Hat Doken oder Shiyuken Input? Den meinte ich tatsächlich nicht. Den, wo, immer, wo er ihn greift und dann den Kick macht. Ja, hat Doken oder Shiyuken Input? Ich weiß es nicht mehr, welche von beiden. Ja, natürlich hat er da auch schon wieder Armor, ist so lächerlich. Ich finde diesen Charakter so lächerlich. Ja. Aua. Das war mit. Oh. Ich hoffe, man hat hier den Smash-Sound nicht zu laut. Ich guck gleich nochmal rein, weil gerade habe ich ja nur. Gerade habe ich mit doppelt und dreifach alles gehört, das war ein bisschen komisch. Okay. Also, jetzt ich. Nee, das andere geklappt. Also, ganz schön. Ja. Auf jeden Fall die Castlevania Collection mit drei, also wahrscheinlich sind es drei Spiele, aber es gab halt noch diese Remake von Castlevania 1 auf dem GBA und es gab auch noch diese NES Collection mit Castlevania 1, den ganzen Zelda-Spiel und sowas, das ist auch noch auf den Game Boy Advance zum Beispiel. Bereits diese alten NES-Spiele, die einfach plötzlich auf dem GBA geportet wurden. Ich glaube, wie dann die kostet 20 Euro. Weiß ich nicht. Ich muss mir nochmal das Moveset angucken. Ich hab da keine Ahnung, wie der Moveset. Du drückst Knöpfe und gewinnst, so spielt doch jeder Kasuya. Wow, ich will wissen, was ich tue. Ja! Ich war tot! Du hast mich gerettet! Nein! Scheiße! Bisschen Input! Scheiße! Jawohl! Tot! Du hast mich gerettet! Nein! Scheiße! Bisschen Input! Scheiße! Jawohl! Tot! Du hast mich gerettet! Nein! Scheiße! Bisschen Input! Scheiße! Ich glaube, du bist noch zu leise. Ich noch zu laut. So. Hm. Ich glaube, der Spiel muss ein bisschen leiser. Oder? Spiel leiser, okay. Ich hätte jetzt gedacht, du bist noch zu leise. Bei mir, also ich habe das Gefühl, ich höre mich ganz gut noch. Aber ich mache mal beides. Ist noch zu leise. Bei mir, also ich. Oder ich mache mich bei Discord lauter. Ich mach mal. Ja, aber wenn du dich bei Discord lauter machst, dann höre ja nur ich dich lauter. Es geht ja darum, wie es im Stream ist. Achso. Okay. Ja, aber wenn du dich bei Discord lauter machst, dann höre ja nur ich dich lauter. Geht ja darum, wie es im Stream ist. Ah, ist egal, Gott. Achso. Ja, finde ich nice, dass Kasuya gegen Mary Frau waren, weiß man, okay, Kasuya. Da habe ich extra schon Ringe-Ding genommen und es hat nichts gebracht. Zu schade. Ringe-Dinge-Ding. Ey, ich habe so lange kein Smash Bros. Gespielt. Voll langweilig. Also ich glaube, das letzte Mal, als wir gestreamt haben, das war das letzte Mal, als ich Smash gespielt habe. Oh, ich habe keine Ahnung. Also war das denn? War das, wo Kasuya neu war? Wir haben auch einen Stream danach gemacht mit Kasuya. Also wir hatten an dem Tag, wo Kasuya neu war, einen Stream gemacht und dann glaube ich noch so eine Woche später. Und das war, glaube ich, das letzte. Also das war irgendwann im Juni. Oder Juli, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das schon mehr als ein Monat. Let's go! Ich glaube, ich habe es in der Wiederholung gesehen, du hast Klonoa. Klonoa? Was? Wen? Ach, nee, das ist ein bisschen Ashley's Hand.
Nein, oh Mann. Okay, warte. Nein, scheiße. Ja, Dio tut er! Dio tut er! Nee, warte, scheiße, du hast dich runter getroffen, verdammt. Wäre sonst so cool gewesen. Das ist nämlich auch die nächste Zeit Matchup für Pichu. Auf jeden Fall, es gab ein Leak von der offiziellen Nintendo Japan-Seite oder so. Gab es ein Leak, dass drei Spiele wohl angekündigt wurden, die auf der Nintendo Direct gezeigt werden, die heute um Mitternacht ist. Ja, die, dabei. Bei der habe ich überlegt, die streame ich im Nachhinein vielleicht einfach dann die Reaktion. Morgens um also müsste das sein, 16, 17 Uhr. Achso, warte, bist du ja schon bei Killprozent. Apropos, ich habe normalerweise hätte ich morgen eigentlich ab 8 Uhr wieder Schicht. Ich wurde angerufen, ob ich nicht morgen einspringen kann für 5 Uhr, weil natürlich ist wieder krank, jemand krank geworden. Weil ich finde das so komisch, in der Corona-Zeit ist das plötzlich so. Die werden einfach alle krank, aber nicht Corona, sondern einfach irgendwas mit dem Körper. Ich habe Rückenschmerzen, ich habe dies, ich habe den da oder sowas. Einfach sowas ist. Und dann sind sie 2 Tage weg und ich denke mir so, warum bin ich einfach krank? Weil du dich nicht krank schreiben lässt. Weil du leider noch zu ehrlich bist, du musst lernen zu bescheißen. Ja, das ist ein schlimmes Ding. Also, finde ich nicht gut. Auf jeden Fall habe ich ja gesagt, ja. Ich so ein guter Mensch, gut Mensch bin. Ja, ich komme morgen um 5 Uhr, also 5 Uhr mal früh. Starte ich mit der Arbeit. Weil ich halt so dieser ganz liebe gut Mensch bin. Oh, ja. Ja. Und, ich muss ich nur noch einmal mit dem Spiel treffen, ich hab gewonnen. Ich werde aber trotzdem die Nintendo Direct mir angucken. Das heißt, ich werde Nintendo Direct gucken und direkt danach weg. Das heißt, ich habe wahrscheinlich 3,5 Stunden an Shadow Dragon gucken und direkt danach weg. So ungefähr. Also das ist nicht schlimm, ich habe das schon öfter gemacht, dass ich nur 3 Stunden geschlafen habe. Bei der Arbeit bin ich zwar am Anfang erstmal tot, aber ich hoffe nicht, dass die sich jetzt sowas denken wie, oh, was der da jetzt abend. Weil ich habe nämlich gestern, als ich gearbeitet habe, habe ich nämlich gesagt, hey, yo, hier. Meine Kollegin, die hat Probleme am Montag, dass sie halt nicht so lange arbeiten kann. Und da habe ich dann gesagt, ey, kein Problem. Ich weiß, da wird sowieso niemand einspringen können oder sowas. Und ich weiß, dass du sonst, weil sonst da richtig Probleme kommen. Deswegen sage ich einfach, hey, ich übernehme dann die Schicht da weiter, mache dann in die Spätschicht nochmal rein. Das heißt, ich habe dann statt einer 8-Stunden-Schicht eine 11-Stunden-Schicht. Das heißt, ich hau mir einfach nochmal 3 Stunden oben drauf. Und ich habe mir so... Ich finde das nicht so schlimm, aber ich mache dann halt doppelt Pause. Ich werde danach so richtig dreifach gut. Mindestens. Ja, ich überlege auch, ob ich nach der Schicht an DF pennen gehe. Ich werde danach so richtig dreifach. Weil wir hatten das schon mal gemacht, wo die Chefin im Urlaub mindestens. War. Ich habe überlegt, wenn die Chefin im Urlaub ist, herrscht Chaos. Erst herrscht richtig Chaos. Und da habe ich mir so überlegt, jo. Wurde ich so gefragt, ey, wir kriegen das wirklich überhaupt nicht hin. So 2-3 Leute sind einfach krank und dann weißt du einfach, okay, das geht komplett in Shit. Und dann habe ich die Spätschicht und dann war ich der Einzige, der gefragt wurde, ey, kannst du doch nochmal schon arbeiten kommen, weil wir brauchen unbedingt deine Hilfe. Ich arbeite und bleibe dann auch nochmal 1-2 Stunden länger, dass du da nochmal Hilfe bekommst. Das heißt, der Kollege, der dann mich gefragt hat, ob ich hier helfe, ob ich da früher komme, der ist dann auch nochmal so 2 Stunden länger geblieben, hat dann auch nochmal quasi ab 5 Uhr angefangen und ist dann nochmal bis 16 Uhr dann nochmal geblieben, weißt du? Das heißt auch nochmal selber eine 11 Stunden Schicht geschoben. Okay. Und das ist einfach verrückt, weil einfach so diese Not an Mitarbeitern und sowas ist da. Und ich werde natürlich nicht sagen, wo das ist, ich sage nur, dass es da ist. In der Vorweihnachtszeit ist das normal, egal wo du bist. Weil es ist halt einfach verrückt, wie das da ist. Und ich muss auf jeden Fall vor November muss ich nochmal 2 Wochen oder 3 Wochen Urlaub nehmen. Hat Bayonetta gerade was auf Anime-Sprache gesagt? Japanisch, das war's. Ja, ich hab's mich hier gerade verhört. Apropos Bayonetta.
Wichtige Info, die mich wahrscheinlich sehr interessiert wird, ich weiß nicht, ob sie dich sehr interessieren wird, auf jeden Fall wurde angekündigt 2022 Release bei Bayonetta 3. Von dieser Nintendo Japan Nintendo Seite, die den Leak mit dabei. Das heißt, das ist eines der drei Spiele, die wohl in der Nintendo Direct gezeigt werden. Und das ist einfach erstes Mal Bayonetta Content seit 2018. Bei 2018 wurde nämlich bei den Game Awards, wurde nämlich, oder 2017 Game Awards, da kam nochmal Bayonetta 1 und 2 Collection für den Switch raus. Kam das 2019 raus oder wann kam das raus? Da zählt nicht Smash als Bayonetta Content. Ja, was meinst du? Zählt nicht Smash auch noch als Bayonetta Content? Muss man das nicht auch mitzählen? Wieso? Wieso? Oder war das, kam die Collection danach raus? Das kam, Collection von Bayonetta kam vorher raus. Ja, dann ist doch Smash das aktuellste Spiel mit Bayonetta. Mann, das wollte ich doch machen. Ja. Auf jeden Fall, ich freue mich sehr, Bayonetta 3 bekommt eigentlich einen Release für 2022. Und das wird dann das erste Mal seit damals, dass wir wirklich Content dazu sehen. Weil da gab es so einen komischen CG-Trailer, wo gekämpft wird, aber du siehst nicht. Du siehst nur, wie Bayonetta, wie sie übelst verprügelt wird. Und dann dachtest du einfach, holy shit, was geht denn da ab? Und dann kommt eine komische Geistfigur und dann verliert sie ihre Waffen da, so als würde sie sterben. Und das war so der Moment, wo ich mir dachte, holy shit, Alter, was geht da ab? Wenn das... Dann wird das vielleicht der finale Teil von Bayonetta werden, weil Bayonetta 2 hat schon so dieses Gefühl von Finale gegeben, weil Bayonetta 2 und 1 und 2 sind sehr stark miteinander verknüpft. Es ist nicht nur so, weil sie aufeinander abbaut, weil Bayonetta 2 erzählt Content aus dem ersten Teil und Bayonetta 1 erzählt Content aus dem zweiten Teil. Die sind sehr stark miteinander verwickelt, wenn du über die Story gehst. Deswegen habe ich Bayonetta 2 nicht verstanden. Und da ist jetzt die Frage, ob Bayonetta 3 damit einschlagen wird, mit den Sachen da, dass sie dann auch nochmal sagen, hey, Bayonetta 2 ist sehr stark mit 3 verwickelt und um 3 zu verstehen, musst du 2 und 1 wirklich gespielt haben, weil es ist sehr stark miteinander verwoben. Das heißt, falls du Bayonetta hast auf der Switch, spiel Teil 1, dann spielst du Teil 2. Du kannst aber natürlich auch Teil 2 und dann Teil 1 spielen, aber du wirst dann, eigentlich bei beiden verstehst du dann Sachen nicht. Bei Bayonetta 2 erklärt Sachen, die in 1 passieren und es ist ein bisschen komisch. Ich bin halt mit den normalen Reihenfolge reingegangen und dachte ich mir, und dann, es ist ein durchgängiger Teilloop, der zwischen den beiden Spielen passiert. Und das finde ich immer wieder unglaublich. Eigentlich müsste sich irgendwann mal da was ändern, aber es passiert nichts. Das finde ich so bizarr, dieses Spiel. Deswegen habe ich es von der Story quasi nicht mehr ernst genommen, wirklich, sondern wirklich nur vom Gameplay. Weil ich finde, das erzählt an sich eine interessante Story, hat was mit Familie zu tun, mit Religion und allem möglichen. Himmel gegen Hölle. Und einfach mit dieser umgedrehten Sache. Das ist eigentlich, beide sind scheiße, aber Himmel geht nochmal richtig ab. Scheiße. Aha. Ja, Mr. Unpredictable. Oh! Wie ist eigentlich der Sound bei dir jetzt im Stream? Passt der oder? Ich hab ihn auch lautlos. Achso. Ich höre nur ganz kurz mal rein. Weil, wenn ich den Stream anhätte, würde ich dich doppelt hören. Das macht mich gar nicht. Ja, das Problem war ich die ganze Zeit beim Überprüfen. Deswegen weiß ich nicht, ob es jetzt so passt. Aber wird schon irgendwie. Ach, was? Das war ziemlich offensichtlich im Nachhinein eigentlich. Ja, Taktik, 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 Taktik. Ach, fuck. Ich habe die schlechteste Option gewählt, die ich wählen konnte.
Absurd. Was ist das für Shadows? Das ist das Laserschwert von Onisia. Also, das ist bei dem Outfit dabei. Ein Laserschwert-mäßig, Monado. Ja, es gab nichts Besseres. Das ist ein Video, funktioniert halt nur mit der mit dem Mii selber. Okay. Auf jeden Fall, ich bin wirklich gespannt, wenn sie Bayonetta 3 zeigen. Ich bin very hyped, weil Bayonetta 3 warte ich recht lange schon drauf. Ich habe es schon, schon mal so. Und wird einfach geil. Es wird einfach geil, wenn sie einfach nur Bayonetta 2 nehmen und das einfach nochmal verbessern. Einfach nochmal ein bisschen vom Gameplay verbessern, einfach aus technischer Seite auch von der Switch ein bisschen mehr raus. Und ich will, dass die Switch brennt, wenn das Spiel. Wir nehmen einfach Bayonetta 2 und schieben es woanders hin. Nein, ich will, dass wir Bayonetta 2 nehmen und da noch mehr reinschieben. Bayonetta 2 ist einfach für mich, wenn es um die Switch, um die Wii U geht, also wenn es um die Wii U geht, aber das beste Spiel, was es auf der Wii U gibt. Es ist einfach das beste Spiel auf der Wii U. Weil kommt nichts dran. Einfach weil ich dieses Gameplay einfach so sehr fand. Deswegen sage ich, es ist für mich das beste Spiel auf der Wii U. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, wenn man jetzt mit Breath of the Wild vergleicht. Aha. Ja, das andere ist ja Hack and Slash, das andere ist ja Open World Adventure. Das ist auch der vergleichste Kuchen mit Torte. Ja, Ähnlichkeiten, aber sie sind zwei grundsätzlich verschiedene Konzepte. Äpfel mit Birnen ist, glaube ich, das bessere Beispiel. Bessere Metapher. Ich würde es eher vergleichen mit Kuchen und Speck. Ja, oder so. Kuchen und Lasagne. Lasagne bedeutet, glaube ich, nee, Pizza bedeutet Kuchen, so war das. Oder Kuchen und Flammkuchen. Es sind beide Spiele, aber sie sind grundlegend anders. Also sie haben denselben Aufbau und ähnliches, aber du hörst halt richtig auch so. Ja, fuck, ich dachte, ich habe einen Sprung. Ja. Verdammt. Ach, ey. Das war dämlich. Auf jeden Fall. Ich finde wirklich einfach, das hat mir im Vergleich zu Zelda, ja, ich habe Zelda, glaube ich, mehr gespielt als Bayonetta 2. Zelda habe ich auch sehr gut lieben gelernt, aber ich weiß nicht, wie ich Zelda wirklich kategorieren soll. Bayonetta 2 ist, finde ich, so, das war am Anfang so der Grund. Willst du eine Wii U haben? Bayonetta 2 kommt raus. Es wurde sehr früh angekündigt und da hieß es dann sofort, ja. Da dachte ich auch, Platinum Games wird jetzt ein exklusiver Wii U-Lieferant. Da dachte ich dann, holy shit, ja. Nintendo-Konsolen sind eigentlich jetzt so eine Safe-Bet auf jeden Fall. Obwohl, Nintendo für mich war eigentlich immer schon eine Safe-Bet. Da werde ich eigentlich jedes Mal die Konsole kaufen, egal was es ist. Auch wenn sie die Wii U 2 ankündigen. Wenn sie die Wii U 2 ankündigen, ich werde sie mir trotzdem holen, weil die Wii U ist ein Flop gewesen, aber die Spiele, die da rausgekommen sind, waren, finde ich, sehr groß. Okay, die Wii U 2 jetzt neues Feature ohne Spiele. Was war das denn? Also, wenn jetzt quasi die starten die Wii U 2 und bringen Zombie U 2 raus, ich würde mir die Wii U zum Start auf keinen Fall holen. Weil Zombie U war so das Spiel, wo ich immer gehört habe, ja, das ist der Knaller und sowas. Und jetzt, wenn du im Nachhinein so guckst, war es eigentlich quasi das Start-Indie-Spiel. Weil das ist so der größte Trash. Nein, ich wollte doch Side-Bee machen, verdammt, nein, ich habe aber noch falsch die 1, scheiße. Wenn du es mit anderen Spielen vergleichst, die quasi 2 Jahre dann später rauskam, also 2 Jahre oder 3 Jahre nach Zombie U, kam The Evil Within raus und The Evil Within ist einfach mal so viel Stufen höher über Zombie U. Das ist halt nicht mehr so vorbei. Weißt du? Weil The Evil Within ist einfach Qualität as a Feins. Wo ich dir auch nochmal sagen muss, spiel The Evil Within 1, hier wird's gefallen. Es ist sehr Horror, es ist an manchen Stellen wird es vielleicht gefühlt unfair schwer, aber es ist so geil. Es ist einfach so geil. Ich bin nämlich wirklich gespannt, ob du das mögen wirst. Hat The Evil Within mit Twitch Probleme wegen grafischer Gewalt, ist ja bei Twitch bis zum gewissen Grad, meine ich, auch verboten. Wenn es irgendwie eine zu reine... Nein, also
wenn es um grafische Gewalt bei Twitch geht, hat das, glaube ich, eher sowas mit sexuellem Content zu tun, also Rape oder sowas. Ja, das macht ja auch Sinn. Da wird Mortal Kombat 11 gezeigt. Ja, also es gibt offizielle Turniere von Twitch selber gesponsert, da wird Mortal Kombat 11 gespielt und das hat Gewalt bis zum Geht nicht mehr. Das da detailhaft, also gar kein Problem. Ja, es ist halt die Frage, wie es halt dargestellt wird. Mortal Kombat ist ja auch schon so übertrieben und hat ja so einen gewissen eigenen Style, wo man sagen kann, ach ja, das ist nicht so ernst, aber so Psycho-Horror oder sowas, das könnte da schon wieder kritischer aussehen. Evil Within als Psycho-Horror zu bezeichnen, ist das nicht wirklich nicht falsch. Ich stelle mir halt so Resident Evil-mäßig ein bisschen vor. Ja, ist es an sich. Das ist ja eigentlich so quasi... Du weißt schon, dass du einen Reflektor hast. Alter, wie meinten? Oh, hör auf mir das zu sagen, Mann. Jetzt habe ich das die ganze Zeit gespannt. Nein! Ja, fuck. warte, auf jeden Fall, wo waren wir stehen hier? Evil Within. Genau, Evil Within hat nicht so wirklich ein Psycho-Horror. Die Story ist sehr durcheinander. Also es ist eigentlich, man denkt erstmal, what the fuck passiert hier und sowas, weil sehr viele Leute hatten gesagt, sie verstehen die Story nicht, aber eigentlich löst sich alles ab. Oh, der hat dann. Ich hab den B-Job gefunden. Ich weiß nicht, dass es funktioniert hat. Da kommt noch eine. Ah, fuck, ich dachte, die geht nach oben. Ich dachte, die wäre im Winkel. Ich hoffe nicht, dass sie wieder nach unten gehen kann. Sie auch da auch. Sie hat den Winkel behalten. Ja, ich dachte, sie geht im selben Winkel, wie ich sie feuere, wieder nach oben. Das war mein Gedanke. Auf jeden Fall gehen wir dann lieber nochmal zurück zu der Nintendo, zu den Nintendo Direct Leaks, weil ich glaube, denke, Bayonetta haben wir abgefrühstückt. Ich freue mich sehr drauf. Ich glaube, du hast da nicht wirklich was zu sagen. Ich habe Bayonetta 2 auf der Wii U mal gespielt, ich habe es irgendwie nicht verstanden und ich hatte keine Lust, dann wollte alle Waffen haben, weil ich die cool fand, aber ich wusste nicht, wo ich die finden soll in dem Level. Hat doch geklappt mit der Kugel. Gott, ich weiß nicht, warum ich gerade die coolen Sachen habe. Und die Waffen zu bekommen, stream einfach mal Bayonetta und ich erkläre dir, wie du alle Waffen bekommst. Aber was ich dir sagen kann, du wirst die Waffen nicht beim ersten Spielgang bekommen. Weil es gibt sehr viele Waffen, die du dir nochmal frisch freischalten musst. Und zum Beispiel, wenn du 100% in dem Spiel machst, wo du kriegst zum Beispiel eine neue Waffe, indem du das Spiel auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad durchspielst, kriegst du nochmal eine Waffe. Wenn du den stärksten Boss im Spiel besitzt, kriegst du da nochmal eine neue Waffe. Ich dachte, du musst nur diese Schallplatten oder was das waren finden. Das fand ich noch ganz witzig. Nur die waren halt in sehr linearen Leveln und das war halt nicht so geil. Also das erste war, wirkte noch recht sehr Open World mäßig. Da bin ich lange auf diesem Platz rumgelaufen, auch wenn es da eigentlich gar nichts gab, aber. Das ist wichtig bei Bayonetta, dass du auch ab und zu mal quasi machst einen Kampf und gehst dann quasi den Weg dann nochmal zurück. Das ist sehr wichtig, dass du das machst. Ist ja fies. Weil da können dann auch Sachen versteckt sein, die dann quasi da dann nochmal sind, weißt du? Zum Beispiel sind da Kämpfe, die du verpassen kannst, weil du denkst, du bist da durchgelaufen, hast alles gemacht, aber dann siehst du so, kriegst du ja am Ende diese ganze Wertung und dann sind da so Medaillen werden da verteilt und dann siehst du, oh mein Gott, da fehlen ja die Medaillen. Ja, weil da überall noch versteckte Kämpfe sind. Okay. Zwei Leute, ein Gedanke. Bei Zelda macht das ja sogar Sinn, die gibt es ja wirklich mehrfach. Oder bei Link. Oh, bei Ganon bin ich mir inzwischen unsicher. Auf jeden Fall ist das mit den Waffen dann ein bisschen schwierig. Also wenn man Spaß haben will mit den ganzen Waffen in Bayonetta, dann muss man halt ja schon wissen, was du da machst, weißt du? Also zum eins kann ich dir auf jeden Fall sagen, wenn du das Spiel spielst. Genau so habe ich das Zelda nicht nur irgendwie erwartet. Ah, fuck. Ah, fuck. Okay, warte. Ah, fuck. Das waren nicht die 4 Frames. Das waren sie, glaube ich, haben es geschiert. Oh! Was hätte wollen sollen.
Scheiße. Ja. Nein! Wir sind nur ein dummes Matchup gerade. Aber der beste Zelda-Spieler gegen Zelda. Zelda. Deswegen wäre ich irgendwie für Breath of the Wild Zelda. Weil die müssen ein komplett neues Moveset haben. No. Ich dachte nicht. Nein! Oh! Still alive! Nein! Ja, fuck, ne? Was? Was? Wieso? Ach, Scheiße! Ich dachte, ich hab noch rein! Scheiße! Nein. Jetzt will ich ja ich hätte mehr Phantom spammen müssen. Ich rede denn zu wenig. Ich muss mehr über die Infos reden. Auf jeden Fall, was war das nächste? Roku Tenno Tensei oder sowas? Gesundheit. Ein neues Musou-Spiel. Ah. Also, neues es wird ein neues Warriors sein, aber es wird kein Nintendo-Content sein. Das heißt, wir kriegen kein Fire Emblem Warriors 2, worauf sehr viele Leute hoffen, tatsächlich. Ich will immer noch mein Animal Crossing Warriors. Wird niemals passieren. Ich weiß, aber ich mag die Idee daran zu sehr, dass ich sie gehen lassen möchte. Also, wovon es Warriors-Spiele geben kann, ist aber Xenoblade. Es könnte ein Xenoblade Warriors kommen. Zweites Iron Warriors, ein weiteres Dingens Warriors, ein Fire Emblem Warriors, darauf poppen auch die meisten wirklich sehr. Die wollen alle Fire Emblem Warriors 2 sehen. Und ansonsten kann ich hier mir nicht wirklich vorstellen, dass der beiden geht. Also es gibt ja Warriors von Persona zum Beispiel. Es gibt ja Persona 5 Strikers, das ist ja ein Warrior-Spiel, das ich mal gestreamt habe. Und ja. Auf jeden Fall, das wird gezeigt. Das ist aber von irgendeinem japanischen Handyspiel. Also, das gibt es noch nicht mal außerhalb Japans. Also, wer sich darauf freut, okay, vielleicht wird es auch nur in der japanischen Direct gezeigt. Das kann natürlich auch sein. Aber es ist dann wahrscheinlich der quasi Muso für die Muso-Leute, weißt du? Die halt ein neues Muso-Spiel haben wollen, die kriegen das damit. Ihren neuen Musou-Film. Ich überlege, was man noch für Serien als Warriors machen könnte. Und mir fallen gerade nur dumme ein, so wie die Sakura Dating Sim oder sowas. Sakura Dating. Ja, diese. Also, es gibt doch irgendwie 20. Ich würde spielen, du willst jetzt nicht. Es gibt es. Nein, Scheiße! Ah, warte! Still alive, somehow! Ach, scheiße. Not anymore. Egal. Ich hab 11% gemacht, das reicht mir. Step on your enemies, Joker. Jedes Mal falle ich drauf rein. Wäre doch nicht drauf. Ich will es halt halb machen. Ach scheiße, das hätte mich ganz vergessen irgendwie. Den großen Bruder habe ich irgendwie ganz vergessen. When... Ja. Oh, fuck. Ich bin Joker.
Ich dachte, ich bin da unsterblich kurz. Also. Nicht wenn du, nicht, wenn du an der Leine hängst, nur wenn du an der Stage direkt hängst. Also Byleth und Joker sind da nicht kurz unsterblich. Beziehungsweise jeder Charakter ist kurz mal nicht unsterblich. Das sind diese Two-Frames. Und bei denen ist halt, wenn sie unten hängen, ist es länger. Weg mit dir. Ja, scheiße. Ich wollte viel zu schnell den Balken Punch wieder haben. War an das alte Matchup erinnert. Viel zu greedy. Ich glaube, du hättest als Titel nicht Smash Border Direct machen sollen. Streamst du die Direct? Stream selber nicht. Ich werde sie halt, weil das ist mir zu spät dann. Ich werde sie dann morgen Nachmittag dann die Aufzeichnung davon ansehen und das dann halt als Live-Reaction oder so machen. Interessant. Auf jeden Fall dann. Willst du den letzten League hören? Willst du ihn hören? Ich vermute mal, das geht dann auch endlich um den Smash-Charakter. Nein. Ja. Der Smash-Charakter ist nicht im League drin. Was sind das für eine Director? Also, der ist nicht in der League da, im League dabei, weil die Smash-Charaktere sind nie. Oh Gott, das sollte ich nicht so lustig finden, wie ich es tue. Oh Gott. Die Smash-Charaktere sind halt nie dabei. Aber das Interessante dabei ist, es ist ein sehr, 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 sehr interessantes Spiel da drin. Wo ich mir so dachte, das wird aber auch schon langsam Zeit, dass das eigentlich kommt. Hast du eine Idee, was es sein kann? Nintendo Main IP oder? Nintendo Main IP. Pikmin 4. Ein gutes Paper Mario. Ein Spiel, wovon es schon länger kein Teil mehr gab. Paper Mario. Pikmin 4. Nein. Das letzte Spiel kam 2018 raus. Splatoon ist neuer. Nee, Splatoon kam 2017 raus. Nintendox. Nee, warte, ich glaube, da kam nochmal was raus. Splatoon kam 2017. Hast du eine Idee? Ah, oh, was kommt mit 18 raus? Ist sie in Smash vertreten oder ist sie noch unbekannter? In Smash. Okay. Gehört zum Maincast. Ah, Wario hatten. Wobei Wario Land vielleicht? Weil, nee, das ist schon länger her als 18. Der Maincast debütierte im N64. Oh, wir kriegen neues Earthbound! Genau. Das letzte Spiel von Earthbound kam nicht 2018. Moment! Da würde ich widersprechen. Wann kam die Wii-Version von Smash nochmal raus? Da steht nämlich, dass das erste Mal ist, dass man in Europa Earthbound legal spielen kann. Und daher kam es, glaube ich, sogar 2018 raus. Das könnte hinkommen. 2017 kam die Switch raus. Okay, dann ist 2017 kam für die Switch ARMS, Breath of the Wild, Mario Odyssey und. Scheiße. Dann wäre das wahrscheinlich doch. Splatoon, Breath of the Wild, Odyssey und Xenoblade. Dann ist wahrscheinlich doch ein Next Zero. Kommst du wirklich nicht drauf? Ja, abends wahrscheinlich dann. Wie schon gesagt, abends kam 2017 raus. Achso, abends kam 17. Wir suchen aber ein Spiel, was 2018 rauskam. Noch. Nintendo. Ich hab dir schon so viele Tipps gegeben, dass du das nicht rausbekommst. Ey, das ist einfach lächerlich. Alter, ist ein 1 zu 4, Moment.
Was kam denn da raus? Deus Ex Machina, Xenoblade, Let's Go Pikachu will ich kein zweites. Mario Party kriegen wir sowieso, Fire Emblem, Fortnite. Main Cast von Smash Bros. Die originalen 8 Charaktere von Smash Bros. Von dem ist ein Charakter, der kriegt ein neues Spiel. Und sein letztes Spiel kam 2018 raus. Okay, sein letztes Main Game kam 2018 raus. Das ist doch ein Scherz, oder? Warte, wann kam das letzte Yoshi-Spiel raus? 2018. Ah, dann wird es wahrscheinlich das sein. Yoshi war... Ja, Yoshi ist es leider nicht. Das ist eine weitere Chance. Ein Charakter ist es. Gott, die anderen haben wir, glaube ich, alle viel zu lange nicht. Also lass mal durchgehen. Pokémon ist es nicht. Damit kann ich Pikachu Pummel schon mal ausschließen. FCU ist es auch nicht. Schon zu lange her. Ness? Nee, kann es ja auch nicht sein. Donkey Kong ist zu lange her. Beziehungsweise, wann kann der Port von Tropical Freeze zählt der? Der kommt, glaube ich, auch 2018, aber das ist es auch nicht. Und ich meine, das letzte Main Game. Der Port zähle ich nicht als Main Games. Die Originalen zähle ich als Main Game. Hätte ich Tropical Freeze gesagt, hätte ich gesagt 2015. Oder 2016. Ne, 2015. Dann kann es Mario und Luigi auch schon nicht sein, weil das ist halt nur super Peachify, die Dings da, Bums da, Peach Krone, da Deluxe-Version, war ja nur ein Board. Wer war denn noch? Zelda ist schon länger nicht mehr. Ist schon Zelda mehr. Kam auch nicht 2018 raus. Ja, Metroid kam noch länger nicht. Oh Gott, ich habe die Moves nicht geändert. Es ist ein neues Spiel und es wurde noch nicht angekündigt. Das heißt, es kann kein Metroid-Spiel sein, weil Metroid kam schon richtig lange nicht mehr. Und wir haben schon ein Metroid-Spiel, was in dem Horizont steht. Das hat Mario auch nicht abgehalten. Aber wir wissen, wir kennen das Spiel noch nicht. Wir kennen die Reihe und wir wissen, okay, da soll eigentlich schon seit längerem was kommen. Wer war denn sonst noch in Smash? Das ist... Ach, als ob das da getroffen hat. Natürlich. Dann bist du gerade. Popo! Nein, nicht ganz, aber. Ich glaube, bei Schatten war das auch nicht. Aber es kam, glaube ich, auf demselben Sender. Ich gebe dir einen Tipp. Hey, Pinius, was machst du gerade? Huh? Genau. So sieht nicht Furb aus. Aber ich finde, das kommt. Nein, Moment, so. So, ja. Es ist halt auch mit Meme Maker gemacht, was willst du da besser machen? So, ja, okay. Er schielt so, okay. Was willst du mit Meme Maker auch besser machen da? Okay, es ist schon noch okay. Was machst du gerade? Auf jeden Fall, komm, ich hab dir schon genug Tipps gegeben, bitte. Ich muss gleich mal nachgucken, wenn noch jetzt Smash Spiel oder was. Ach schade, das klappt natürlich nicht, wie ich es vorgestellt hatte. Geh doch mal die Smash Originalcharaktere dann. Ja, ich überlege ja gerade. Warte, wann kam Starlight raus? Ich glaube, ich habe Kirby vergessen. Richtig! Kirby Discovery wurde geleakt. Und das Bild, was geleakt wurde, ist sehr interessant. Okay. Man sieht nämlich Kirby, der ein bisschen Ausstau hält, und im Hintergrund siehst du quasi New York, was aber vermoost ist. Also es ist quasi ein sehr lange verlassenes New York, kann man sagen. Aber diese ganzen hohen Gebäude, weißt du? Und man ist schon lange darüber spekuliert, dass ein neues Kirby-Spiel kommt, weil die Kirby-Macher an einem neuen Kirby arbeiten, was nicht mehr 2D ist. Ich habe außer, das heißt, hab außer Kirby und Fox jede andere Reihe vorher auch gezählt. Ja. Nur an Star Fox habe ich weniger gedacht. Du hast nur ein Spiel richtig genannt. Und das war Yoshi. Das war, obwohl Yoshi kam. Yoshi kam 2019, oder? Keine Yoshi Ahnung. Kam 2019. Oder. War da? Ist nicht mehr. Auf jeden Fall hast du. Die ganze Zeit falsch gelegen. Also, ich glaube, die Releases hast du gar nicht im Kopf, oder? Nee.
Absolut nicht. Okay. Ich merke mir die Jahreszahlen. Ich kann mir generell keine Jahreszahlen merken. War schon in der Schule immer so. Ich habe keine Ahnung, wann der Mauerfall war. Das ist mir auch so egal, weil der war. Der wird nicht wieder passieren. Was bringt es mir, genaue Jahreszahlen zu wissen? Ich weiß die erste Stelle bzw. die ersten zwei Stellen relativ sicher. Das ist schon mal 50%. Ja. Ja, aber du musst halt auch wissen, wofür stand der Mauerfall. Ja, das ist aber noch mal was anderes, als statt die Jahreszeit zu lernen. Das wird halt immer auf eine Stufe gesetzt. Na, oh, du weißt nicht, wann er. Du bist unkultiviertes Arschloch. Nur weil du nicht das genaue Datum weißt. Du weißt viel mehr, was das für die Politik bedeutet hat und sonst was alles. Aber du weißt nicht das genaue Datum und schon heißt, du hast keine Ahnung davon. Und die Verhältnis. Achso, warte. Sind gar nicht. Die Verhältnismäßigkeit finde ich halt mehr als fragwürdig. Sache ist dabei, Geschichte soll aufgenommen werden, damit zukünftige Generationen darüber wissen, wie ist Geschichte verlaufen. Weil an sich ist bei unserer Geschichte ab einem bestimmten Zeitpunkt eine sehr, sehr große Wirkung. Das ist ungefähr, das ist da ungefähr passiert, aber was da genau passiert ist, kann man nicht sagen. Ja, das Problem ist halt, macht das bei den Dinosauriern Unterschied, ob das vor 1000 Jahren oder vor 1001 Jahren war. Nein. Beim Mauerfall macht es das auf einmal. Das ist das, was mich daran genervt hat. Und als ob das Jahr dann einen Unterschied macht. Das ist eh eine Zählweise, die nicht zu dem Zeitpunkt ja nicht mal universell auf dem Planeten so gemacht wird. Das ist ja noch. Ach scheiße, ich bin nur noch ein Idiot. Das musste ich ja quasi an sich nicht interessieren. Du musstest in der Schule quasi. Sollst du es mal kurz wissen für eine Klausur oder so, aber dann brauchst du es ja an sich nicht. Das hat aber mit Lebensvorbereitung noch nichts zu tun. Gerade wenn die Klausuren nichts für das echte Leben sind, dann ist es ja auch keine Lebensvorbereitung mehr. Dann ist es Lernen für das Lernen. Und nicht für den Inhalt. Naja, man versucht sich ja quasi auch allgemein Wissen quasi vorzubereiten. Aber man kann ja quasi nicht einfach sagen, okay, du wirst dein ganzes Leben jetzt auch genau das fokussiert werden, also quasi, du willst das arbeiten, weißt du schon von Kindes auf oder deine Eltern entscheiden, was du mal arbeiten wirst. Und zum Beispiel manchen Leuten ist es quasi wichtig, dass du das für die da machst, die sind Berliner oder sowas, denen ist das wichtig, weil deren Familie das quasi hatte. Und wenn du das dann nicht weißt, ist halt quasi ein Platz in diesem Unternehmen quasi schon weg. Ja, aber die Doppelmoral darum, die kotzt nicht massiv an, das ist halt. Und du weißt nicht genau, wann der Mauerfall ist, erzählt dir einen Typen, der nicht in der Lage ist, seinen Computer alleine zu starten. Oder auf seinem Handy eine App zu installieren oder sonst was. Und das soll man weniger brauchen in der heutigen Zeit. Wenn man wirklich davon ausgehen würde, was man braucht, dann würde man nicht nur brauchen, wie man das anschaltet genau, sondern einfach, wie das Ganze überhaupt auch funktioniert. Weil quasi, wenn Leute. Was du jetzt gerade machst, ist für die Leute das größte Hightech überhaupt, da zu spielen. Die würden darauf ihr Leben nicht klar wissen. Oder manche Leute sind einfach nur so darauf verbissen, dass sie sagen, zum Beispiel ist das bei meiner Familie so. Meiner Mutter würde ich zum Beispiel so ein bisschen was einbläuen, so, ja, hier, damit du das weißt, vielleicht damit du mich nicht immer fragen musst, damit du einfach ein bisschen Hilfe hast, weißt du? Weil irgendwann werde ich auch, zum Beispiel auch nicht mehr da sein, dass ich zum Beispiel dir helfen kann. Weil ich, keine Ahnung, vielleicht irgendwie drei Städte wegwohne oder da arbeite oder sowas. Und da kann ich dir da nicht helfen, weißt du? Und dann hast du quasi keinen anderen, der dir hilft oder sowas. Deswegen will ich dir das ein bisschen beibringen, weißt du? Weil irgendwann musst du ja das ja auch selber wissen. Ich weiß nicht, worauf ich hinaus will. Ich sag ja nicht, dass es komplett egal ist, wann es passiert. Ich sag nur, warum ist die Jahreszahl so entscheidend, dass ein Jahr der Unterschied zwischen richtig und falsch ist. Wenn es teilweise diese Sachen bei, wenn es um Erfindung geht, wann wurde das und das erfunden? Und da gibt es halt, in dem Buch steht ein Ja. Und das hast du dann auch nicht weiter zu hinterfragen. Gerade bei Erfindungen, die passieren nicht in einem Vakuum. Die sind schon Jahre vorher von anderen Leuten vielleicht in Prototypen oder sonst irgendwas gemacht. Aber nein, da sollst du dieses eine spezielle Ja dann lernen, was faktisch gesehen eigentlich falsch ist. Ach man, hast du mich gehabt. Und das sollst du dann lernen, aber wenn es um Sachen geht, die wirklich, wo halt klar ist, das wird man in der Zukunft brauchen. Also keine Ahnung, sehr viele Unternehmen haben angefangen mit Internet und allem was zu machen. Aber ja, nee, das machen wir nicht. Das wozu denn? Ach scheiße. Ah, geht noch.
Ach Mann, hätte ich nicht mal weitergekommen. Mando. Ich habe hier ein Buch einfach durch die Seiten geblättert. Ah. Warte, den Satz will ich nochmal hören von mir. Ah, schöne Szene. Morgen werde ich das klippen. Ja, dann muss ich jetzt einfach die Aufnahme so lange machen, dass du keine Lust mehr hast, da durchzugucken. Ja, die ist ja recht am Anfang. Ja, noch. Zeit, noch nicht mal eine Stunde. Noch nicht mal eine Stunde. Ja, wenn ich den Stream über Nacht anlasse, dann haben wir irgendwann so 12.000 Stunden. Das ist eine lange Nacht. Ja, aber ich kann einfach 20 Minuten zum Anfangspart gehen, der ungefähr 20 Minuten bzw. eine halbe Stunde geht. Fertig. Ja, gut. Weil ich gerade genau sehe, ungefähr quasi kurz nach 8 wurde der Stream angemacht. Fertig. So, dann klipp ich das da. Ja. Fertig. Gar kein Problem. Schachmatt, ne? Ja, der oh nein, er klippt, er macht für mich Content. Und ich muss nicht mal was dafür tun. Wie kannst du es wagen? Das kannst du dann ja in deine Best-ofs packen. Ich soll in meine Best-ofs packen, wie du mich fertig machst. Ich mach dir deine Best-ofs. Ja, kannst du mir sauber machen, ist mir doch egal, wenn du damit arbeiten willst. Ich will auch Best-ofs machen, also, aber ich werde dann zum Beispiel auch in meine Best-ofs, wenn ich Content machen, in dem ich auch dabei war. Quasi wo ja, das ich, ich auch machen. Mit kollaboriert habe, zum Beispiel bei dir kollaboriere ich gerade. Den Content werde ich mir auch glauben, weil das an sich auch mein Content ist. Der Stream gehört zur Hälfte mir. Das heißt, wenn du ein bisschen Kohle in dem Stream bekommst, bekomme ich das. Ich habe sowieso vor der die Smash-Dinger, wo ich vorher dabei machen. Die sind schon in der Liste mit Sachen, die ich bitten muss. Beziehungsweise Rosa ist ein Arsch, ist einer der, glaube ich, der ersten 10, die ich machen werde. Nee, Jan ist schon. Ach ja, ja, mein ich. Ah, du weißt, was ich nicht meine. Ja, und das wird Erfolg. Und es gibt auch noch einen Teil 2. Ja, aber Teil 2 ist nicht so gut. Normalerweise ist Teil 2 ja eigentlich auch der gute, aber danach wird es eher schlechter, aber ich bin froh, dass es keine Theologie geworden ist. Noch nicht. Glaubst du, das kommt noch? Ich sage ja. Ja, je nachdem, ob wir Smash spielen. Ach, es ist halt entscheidend, ob wir Smash spielen, nicht mein Verhalten ist dabei entscheidend. Ja, vielleicht kann ich auch einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr. Ich kann jetzt doch noch sagen, ich habe keinen Bock mehr, gegen die Smash zu spielen. Da gibt es keinen Jan, das ist ein Arsch auf Teil 3. Ja, vielleicht nicht mit dir. Das ist dann wie in Hollywood, dann werden die Schauspieler einfach ausgesetzt gegen andere Charaktere, die keiner mag oder kennt. Aber die Sache dabei ist, Jan ist ein Arschloch Teil 2. 1 und 2 sind quasi, gehören mir. Die gehören mir einfach, weil es meine Clips sind, die gehören mir. Deswegen, wenn ich das dann nicht mehr machen muss, sondern wieder ein Jan ist ein Arschloch Teil 1 und Teil 2. Weißt du? Ja. Oh, was denn wo? Ich hab noch einen Kurser, Scheiße. Danke der Nachfrage. Oh! Ah! Das geht ja nicht aus der Stage! Als ob du gleich hier dran gekommen bist, damit! Bleib auf der Stage! Ja, fuck! Was zum Hell? Ach komm, als ob das doch getroffen. Das ist so ein dummer Charakter. Vorgänger! Der hätte jetzt noch 3 Stunden auf den Boden gehauen, wetten. Bis du getroffen wirst halt, ne? Oh Gott. Ich frag mich, ob sie, wenn sie irgendwann sagen, wir machen keine DLC-Charaktere mehr, ob dann sagen, so, und jetzt kriegen alle DLC-Charakter erstmal richtig harten Lör. Und Kazuya kann dann gar nichts mehr. Das wäre witzig. Ich denke, wenn der letzte Charakter raus ist, gibt es dann keine Charakter, gibt's dann keine Updates mehr. Na, ab wenn der letzte Charakter rauskommt, der Tag, an dem der letzte Charakter rauskommt, ist der Tag, an dem es Updates für Smash Bros. Gibt. Na, im Regelfall machen sie die Updates nochmal ein bisschen kurz danach, weil sie halt gucken müssen, wie die Meta sich entwickelt hat mit dem neuen Charakter. So, warte, ich habe die Save noch nicht geändert.
Und ich würde so gerne irgendwann Kid Icarus sehen. Fortsetzung von Kid Icarus oder Star Fox, neues Star Fox Spiel. Einfach Zero, Star Fox Zero nehmen oder was neu machen. Mach die scheiß Wii U Steuerung raus und fertig. Bring es auf den Markt in noch einer Route. Kann man das überhaupt ohne die Wii U Steuerung machen? Das war doch so auf zwei Bildschirme. Natürlich kann man das machen. Man macht einfach die in verschiedenen Modis, dass quasi das Schiff dann ab bestimmten Punkten sich selber steuert. Weil zum Beispiel gibt es ja quasi diesen Modus, wo du quasi nur noch schießt. Da steuert das Schiff sich von selber. Und das Spiel hat ein bisschen an Performance verloren, weil es nochmal die den Bildschirm steuert. Ja, zwei Dinge, wenn dann muss, ich weiß. Genau, deswegen hat es nochmal an Grafik verloren, also an Power. Deswegen einfach das nochmal wegmachen und dann hast du einfach ein gut funktionierendes Spiel. Ach, als ob das noch für dich zählt! Als ob das noch für dich zählt! So Bullshit! Okay, jetzt haben wir ein Hitbox Teil 2. Warum sind die ganzen Hitbox-Videos immer gegen mich? Was soll das denn? Warum das ist wie die Ulima-Szene, einfach Hitbox Teil 2. Warum arbeiten die Hitbox nur immer gegen mich und nicht mit mir? Aber... Photon Edge! Ich hab eine Idee, die ist so dumm, sie könnte vielleicht funktionieren. Tatsächlich. Einfach auf Höher ab Smash wechseln. Das funktioniert manchmal zu gut, als es dort schon. Nein! Oh, du Ekelhafter. Oh, okay, gut, jetzt kommt er nicht zurück. Ja, Mann. Ah, ich hab den Punkt gefunden, mit dem ich da durchkomme. So, das sind. Mein Feuer ist größer als wieder eins. Als ob du da schielen kannst! Aber, nein! Es reicht nicht, reicht nur nicht. Nein! Nein! Scheiße. Das war knapp. Kacke! Unverdient. Ich hab das DLC-Privilege. Ich hab zwei zum Preis von einem bekommen. Aber ich hab den Nachfolger-Privilege. Warum ist Pay-to-Win einfach so schrecklich? Oh, Pay-to-Win. Jan macht einfach Pay-to-Win, das ist schick. Soll ich mal Pay-to-Win machen? Bitte nicht. Pay-to-Win. Warst du dann bei Battle Kazoo? Nee. Ah, ich sehe es gerade, das ist Kazuya. Ah, wen nehme ich denn? Also wenn einer painten würde, dann ist das Kazuya, kannst du mir nicht erzählen. Der hat, wenn du seinen Smash-Angriff lädst, ist es unmöglich, seine Super-Armor ist so gut, du kannst sie nicht durchbrechen, nicht mal mit 999 Damage. Das ist so lächerlich. Selbst wenn du selber einen Smash-Angriff lädst, bei Bowser hört die irgendwann auf, bei Kazuya nicht. Ich wusste nicht, dass der Laser trifft, aber das ist sehr gut zu wissen. Warte, Little Mac hat einen Crab. Ich glaube, du bist tot. Und wie gesagt, pay to win.
glaube, das hätte ich besser dialen können. Shit. Oh! Oh Gott, stop it. Stop! Wie gesagt, pay to win. Jetzt komme ich erstmal in die Gimmick-Phase. Na, ja. Na gut. Aber aus. Ich sollte Kazuya vielleicht doch spielen, bevor ich so Pay-to-Win-Statements mache. Pay-to-Win? Ja, ich verstehe die Moves nicht. Ich sehe gerade zum ersten Mal, dass Little Mac so einen Namen hat. Das hat er seit dem Wii U-Teil. Das hat er seit er eingeführt wird. War das nicht sogar in der Director? Nee, warte, er hat keine Director, er hatte nur einen Trailer. Nee, das hat er ja schon in Utah gehabt. Das habe ich noch nie gesehen. Alter. Das kannte ich nicht. Ohne Witz, das habe ich noch nie gesehen. Aber das ist cool, das ist cool. Ja. Habe ich dich platt gemacht, ne? Was hättest du da noch? Ich nehme mich halt das andere Pay to Win. Nehme ich halt das andere. Für mich ist das Manchi. Für mich ist Manchi der Charakter. Weiß ich noch nicht, wie. Ich glaube, er heißt so. Aid. Die heißen alle nach den Nummern. Ja, außer einer. Außer der neunte, der heißt irgendwie Lumiere oder so. Luminary. Ja. Aber er heißt 11. Nein, der Luminary heißt quasi der Auserwählte. Deswegen. Oh, sehr schön. Jo, das war ein Prinz? War das auch ein Quitsch? Oh mein Gott! Auf was lenken! Ich mag mein Down-V. Mann! Außer der Down-2, der ist scheiße. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Nee, ich muss. Oh, jetzt habe ich wieder Mana! Und da war Track dabei. Oh, apropos! Ich hab gehört, du magst den Move hier. Es ist... Er kriegt einfach alles. Er kriegt alles. Er kriegt Block, er kriegt Power-Up, er kriegt Crit-Bonus. Das wäre... Hey, du willst den Pilot. Ich glaube, der Charakter ist von EA. Kann das sein? Nee, wenn der von EA wäre, müsstest du jedes Mal 10 Euro blechen, um deinen Angriff zu starten. Du musst dann 5 Euro pro Stock zahlen. Und die Sache ist, bei EA wäre das da so, die geben dir einen Scheiß-Charakter und du musst mehr Geld zahlen. Das heißt, du musst für einen Charakter 50 Euro zahlen. Weißt du? Und ja. Dann musst du für ihn nochmal, in ihn nochmal reinzahlen. Und im nächsten Patch musst du es nochmal neu kaufen. Genau. Genau, damit der komplette Content gelöscht und du musst alles nochmal neu kaufen. Das klingt nach etwas, das EA tun würde, das ist das Traurige daran. Ja, das passiert jeden Monat. Ist es bei FIFA nicht auch so, dass FIFA, was ist jetzt, FIFA 20 oder FIFA 21, ist irgendwie dasselbe Teil wie die vorherigen beiden, nur mit ein bisschen Reskins?
Ansonsten von der Technik haben sie nichts verändert. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist FIFA seit dem Super Nintendo. Ja, aber auf dem Super Nintendo hatten sie wenigstens noch andere Hardware nutzen müssen. Wohl oder übel. Ja, auf dem Super Nintendo mussten sie sich noch anstrengen. Naja, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Sie hatten die Lizenz ja ziemlich gecarried. Kauft keiner FIFA wegen den tollen Gameplays. Kauft FIFA, weil... Oh, ich mag Fußball. Fußball! Bat, yeah. Warum lebst du noch? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, oh fuck! Oh, oh bleibt soll er auch. Nein! Ich lasse mich schneller. Ja. Ich bin die DLC Min-Min, du hast nichts gegen mich. Ich kann die halbe Stage covern. Ich bin die coolere Min-Min. Ich bin nämlich kein furchtbarer, toxischer Charakter. Ach komm schon, als ob du noch hält. Als ob du noch hält. Ja, ja. Oh. Ich hab's endlich hingekriegt. Scheiße. Ich glaube, das erste Mal, dass ich das mit Absicht gemacht habe. Aua. Ach komm schon, warum hält er sie nicht weg? Das ist doch Blödsinn. Ja, ich brauch wieder mehr davon. Ach, warum denn die ganze... Als ob das noch gereicht. Oh. Ich wollte noch ruhig. Oh Gott, das gibt's doch nicht. Ich habe die anderen Charaktere halt fast gar nicht mehr gespielt, weil ich mich halt nur auf Mii konzentriert habe, auf Mii Faller. Das war, glaube ich, ein Fehler. Vor allem, du hast halt ein paar hundert Stunden mehr als ich dadurch. Ich habe 750 oder was jetzt aktuell, meine ich, zuletzt gesehen zu haben. Aber die meisten davon sind halt alle in Brawler gegangen. Ich bin bei 450 oder sowas. Ja, das Spiel einfach über 100 Stunden, einfach nie Brawler. Was ist denn los? Bei Brawler hast du aber auch die verschiedenen Moves. Da musst du halt auch erstmal gucken, welche Kombination passt, was ist ganz gut, wie funktionieren die Moves. Ich habe den Rettungskrieg habe ich vorher nie benutzt, weil ich dachte, das ist einfach nur eine schlechtere Version von Zero Suits Ding. Aber der ist eigentlich ziemlich gut. Ich finde den stellenweise sogar besser als Zero Suits. Muss mal gucken, ob wir mal was. Ja, was macht Brawler gegen PK Freeze? Mir ist schon klar, worauf das hinausläuft. Das hatte ich komplett vergessen. Nein, du nimmst Lukas nur für PK Freeze und lässt ihn nur für PK Fire. Tu jetzt mal nicht so. Das sind halt leider die besten Charaktere im Spiel. Die Game Prince, vor allem wenn du. Die Game Prince ist mein Lieblingscharakter. Ja. Oh Gott. Ach, das waren schöne Sachen. Aber die wurden alle nicht geklippt. Nein. Selber schuld, kannst du doch auch klippen. So. Wie gesagt. Simon, da sieht man die 100 Stunden. Aber. Oh mein Gott! Na, fast! 3% mehr als ich gekillt. Apropos 3% mehr und es killt. Ja, fuck. Ach, fuck, ich bin ja noch rein, Idiot. Apropos! Ja? So, das ist nicht schön. Und tschüss.
41 mit einer Combo. Mach das nach. Du glaubst nicht, wie lange ich diese Combo geübt habe. Das sind das Quorum-Matchup, weil sie sind online sehr viel Quorum und Messina. Und bei Quorum habe ich, glaube ich, mit Mikroller einen Tritten was gefunden, was relativ stark ist. Ich kann nämlich ihn jetzt hier instant töten. Zumindest wenn das auch so. Scheiße! Okay. Ich habe gerade keine Ahnung, was da passiert ist. Also, ich habe vergessen, dass ich noch einen Sprung hatte. Was war deine Ausrede? Einfach nur. Du hast zu mehr auf mich geguckt, oder was? Ich hab 30 gemacht. Also. Run it back. Tu mir mal sowas, wenn das gerade nicht passiert. Dann kann ich noch eine Zero to Death machen. Ah, okay, dann müssen wir den Stream aber löschen, ne? Eventuell ist es so wie der Webstream, dass ich den aus Versehen auch auf Autolöschen gestellt habe. Das wäre ziemlich ärgerlich. Ich dachte, das reicht doch. Jetzt aber. Ah, okay, Lukas ist ja wieder, als ich dachte. Und dann sind die 42 diesmal wieder. Ah, Mann! Ah, Mann, zu weit. Hätte ich rüberspringen dürfen. Warum trifft dich das nicht? Was, Pick a Grease? Ja. Ja, Dodge. Ach, Mann! Warum hat das alles nicht mehr Reichweite? Ja, guck, da konnte ich eher dodgen. Okay. Ja. Ich glaube, die 63% kommen. Das andere war 41 oder so. Hallo. Und tschüss. Scheiße. Was war mehr? Ich hab alles ausgetrunken. Ich hab doch gar nichts getrunken, gut, dass du es sagst. Oh, warte, die ist leer. Den hab ich vorher schon getrunken. Du musst den Hydrated Bot einstellen. Den hab ich versucht einzustellen, aber den gibt's nicht mehr. Der ist am Wasser. Der hat, glaube ich, aufgehört. Aus irgendwelchen Gründen. Pinkbot hat seine Arbeit eingestellt. Ja. Ah, ja, so ist es. Okay, klar, da. Was ist Grusel Mountain? Keine Ahnung, Grusel Mountain. Was ist Grusel Mountain? Achso. Jaha. Jaha, Motherfucker. Jaha. Jaha, Motherfucker.
Das klingt mir nach Ukulele. Das klingt jetzt eher nach Otto. Nein! Ich hab den Musikvorteil, ich hab die endlich Perücke. Fuck. Ah, Mann, es reicht nie. Jetzt aber nochmal. Ja, Mann. Ja, da kann einer den Granatensprung nicht. Was? Jetzt so. Weiß ich, wie du geschießt hast, Alter. Ich bin wie Brawler, ich lebe von Cheese. Das ist doch der Meme mit den weniger Cheese-Moves. Soll ich mal Chantey auspacken? Die hat noch den viel schlimmeren Cheese-Move. Da ist das eine Scheiße! Ja, sobald man anfängt auch zu spielen, dann funktioniert es auch. Scheiße! Ah, man merkt, dass du Zeit reingesteckt hast. Ich habe vorher diesen Move nie genutzt, weil ich dachte, ja, scheiße! Und jetzt habe ich festgestellt, oh, warte, der killt nach oben. Ich kann auch nach oben killen. Ich glaube, ich habe vorher noch nie was nach oben gekillt. Reach for my hand. Ach genau, warum ich vorher lachen musste. Ich hatte Musik so manuell ausgewählt und hatte dann den Eisberg, weil ich dachte, ah, ich mag die Stage. Und dann, der hat ja Others als Musikthema. Und der neueste Song von Chantey ist Burning Town, das fand ich ziemlich lustig, weil Eiskappen schmelzen und so. Das ist lustig, weil es eben nicht lustig ist. Oh! Yo. Ich behaupte mal, das war gewollt. Du kannst nichts beweisen, dass es anders war. Ah, fuck! Ich dachte, ich treffe noch. Scheiße. Ich habe den Move etwas überschätzt. Und tschüss. Keine Ahnung, aber da lustig aus. Und tschüss. Ja. Ah, fuck, fuck. Genau den Tipper.
mit 0,2% Advantage rausgeholt. Scheiße. Ah. Den wollte ich unbedingt gewinnen, um dich in deine Schranken zu reißen. Ja, die Ironie ist, glaube ich, dass der Ashley Mee sogar besser gewesen wäre. Ich habe den Ashley Mee Red genannt, weil mir aufgefallen ist, warte, Team Rocket. Der Protagonist heißt da Red. Ashleys kleiner Dämonenfreund, der heißt auch Red. Die heißen beide Red. Mal, wenn das kein Zufall ist, dann nenne ich sie jetzt auch Red. Und wenn mir keine Namen eingefallen sind. Apropos, ich glaube, du hast ja noch nie meine schrecklichen Namen alle gesehen. Ich zeig dir die mal im Stream. Also für ein paar habe ich nicht mal Namen. Tiefer bin ich zum Beispiel schleust drauf. Keine Ahnung, nicht von mir. Accident finde ich witzig. Fischkotze, Bubble Tea. 34, Alter, man weiß genau, woher du kommst. Von was? Was weiß man, woher ich komme? Rule 34. Achso, das ist Plantain, wie soll ich ihn denn sonst nennen? Fischkotze hatten wir, glaube ich. Snoop Jump fand ich witzig. Jim Panzer. Finisher. Ja, die haben nicht mal einen Namen. Sammy. Jim Panzer, ne? Ja, Jim Panzer ist ein Wortspiel. Aber die besseren bei Sword Fighter sind die meisten Wortspiele. Da haben wir Obi-Wan, kennst du ja. Ray Volver. Elevator. Elevator bin ich stolz drauf. Ich finde den gut. Anthony. Evakuieren. Mike Crawford. Mistake. Will Crash. Okay, bei Will Crash gibt es sogar. Will Crash ist ein Charakter aus Professor Layton sogar. Weißt du, was sein Story Arc ist? Er hat einen Autounfall. Das ist sein gesamter Story Arc und er heißt Will Crash. Oh Gott, Kevin Goku. Oh. Schrecklich. Hab ich dir Tobi eigentlich jemals gezeigt? Hi. Was hab ich hier? Lord Farquaad. Farquaad kennst du, den hatten wir schon mal. Daran erinnere ich mich. Die sieht echt nice aus. Welche? Oh, Black Mage, Alter, heftig. Oh, Stormtrooper. Ich weiß nicht mehr, was Ellie für Movesets hat. Ich nehme sie jetzt einfach mal. Ja, ich mag es nur wegen dem Namen Elevator. Ich finde das witzig. Mit seiner Fahrstuhl eigentlich. Ja. Oh, und Mike Crockmann habe ich von den Rocket Beans geklaut. Aber damit hat das dann angefangen, dass ich die alle so genannt habe. Was ist das? Schatz. Ach man. Was war das gerade? Was? Keine Ahnung. Ich hab nichts gehört. Hat der wohl rausgekriegt oder was war das? Oh, come on! Oh! Prominence! Ah, nein! Also, was? Nein! Oh Gott! Ich lebe doch! Irgendwie. Gott, wir sind beide bei Killprozent. Ah! Okay, jetzt bin ich auch bei Killprozent gegen ihn. Nein! Ich hab's doch geparried! Ach, scheiße. Oh, scheiße! Was mach ich da? Das frage ich mich auch. Was soll das werden, wenn es fertig ist? Aber ausgesetzt. Kann diesen Move nicht blocken, richtig. Weiß nicht, warum ich zu blöd dafür bin. Ach, das geht mir überhaupt. Ja, eigentlich ist das so, ist das doch super lame. Super laggy. Du müsstest doch eigentlich voll hart punishen können jedes Mal. Aber ich kann es irgendwie nicht. Ach fuck. Das war zu offensichtlich, dass ich kontern will, was?
rette mich! Danke! Ach, scheiße, ich hatte keinen Sprung mehr. Verdammt. Mithra, mein Babe. Ah. Jawohl, so muss das sein. Ja, die Animation ist selten. Alle drei von ihr. Ach, das war schön. Das war very, very schön. Das schmeckt aber schön. Mit dem Mii-Wechsel war ein Fehler. Ich hätte bei denen bleiben sollen, die ich kann. Wobei ich mag Sword Fighter an sich. Wolltest du dir eigentlich Kakarot? Ich hatte also, mal... Dragon Ball Z Kakarot. Weil es gibt's ja jetzt, also auf der Switch kommt das jetzt bald nochmal raus und es gibt's ja auch nochmal auf der PS4. Und auf der PS4 ist ja echt günstig schon für 30 Euro oder so. Könnte ich eigentlich mal machen, nur das würde ich halt streamen wollen und da ist mein Katalog gerade eh noch zu lang. Da muss ich da erstmal ein bisschen. Streamen. Ich hab's auch nicht. Ich würde es auch gerne streamen. Ich hab's sogar noch rumliegen, tatsächlich. Das habe ich glaube ich bei meinem kleinen Bruder gelassen. Ich stream's noch ein bisschen, lass es noch ein bisschen günstiger. Ich warte noch ein bisschen, lass es noch ein bisschen günstiger werden, stream noch ein paar andere Sachen und dann. Denke ich also bestimmt. 10 mal. Euro willst du es 10 Euro wollen oder was? Je nachdem, wie günstig es halt wird. Okay. Du wirst die Stage nicht mehr betreten, by the way. Diese Stage ist jetzt eigentlich unter JANN. Warum schreibe ich mich gerade mit 2N? Weiß ich auch nicht. Wo ist die Axt? Da war gerade eine Axt in der Luft, die ist noch irgendwie nicht wieder auf den Boden gekommen. Das macht mir Angst, ich habe Angst, dass sie jetzt am Ende des Matches wird sie auch noch mich treffen. Ich weiß schon, dass es so passieren wird. Achso, ich bin hinter dir gelandet, okay, jetzt verstehe ich's. Mann, ich dachte, ich triff nicht. Ah, Mann, ich dachte, ich wäre hoch genug. Ich meine natürlich, ich habe absichtlich bei 69 gestorben, damit man die Zeit schon bewundern kann. So. Dieser Samus-Wurf ist einfach bei dir so viel schneller, es ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, ob der Move schneller ist als Samus-Version. Oh. Ich glaube, du versuchst gerade was, kann das sein? Wie, ich versuch was. Ich versuch mal halt einen Trick zu machen. Ja, mit dem Abi, das meine ich. Oh Gott. Ja. Aber. Ja, verdammt, ich dachte immer Abi. Jedes Mal denke ich, es kommt ein Projektil. Nein! Ich hoffe, dass wenn man nicht nah genug dran ist, dann setzt er den nicht so weit. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass du zu nah dran bist. Fast schon wieder. Ja, das ist die Scheiße.
Oh. Shit, 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 shit. Okay, wen haben wir denn noch? Es sind so viele Charaktere. Ach, ich so viel auch keinen Bock habe, aber. Bei 80 Charakteren ist es auch weniger ein Wunder. Nee, nee, also da. Ach, aber dann Sonic nehmen, weißt du? Ach, die weißen Charaktere habe ich keinen. Oh, Sonic, der ist überhaupt nicht toxisch. Der ist nicht dafür bekannt, die ganze Zeit wegzurennen. Doch, jetzt ist dein Ingame-Sound gerade laut gewesen bei mir. Ah! Ah, das Spiel läuft gerade so gut wie Sonic Boom! Ach komm schon! Weißt du, ich spüre. Ich spüre Lyrics Aufstieg! Mann, warum kann ich dich gerade die ganze Zeit nicht grabben? Was denn? Danke! Das gibt's doch nicht. Ich hab nicht gesagt, dass Brawler ein fairer Charakter ist. Ich hab nur gesagt, er ist ein cooler Charakter. Hat zwar nicht blöde Kombo von beiden, egal. Und da geht er, wie seine Karriere. Ganz schnell steil den Bach runter. Ich kann das auch gucken, wenn man das wirklich leider denken. Ja, Mann, ich wollte jetzt ausgehen, dass wir da oben sind. Das war jetzt mein Gebiet. Das hat nicht mehr gereicht. Eigentlich brauche ich Geschwindigkeit. Und tschüss. Ah, Mann, ist ja der Reiche. Bei Pichu wär's jetzt tot an der Stelle. Selbst mit sie ist mit 0%, glaube ich. Ja. So ein Bullshit. Da ist dein Sonic Speed. Revanche. Le Sonic Revanche. Revanche. Kommen die Sonic Comics nicht aus Italien? War da nicht. Aus Frankreich? War da nicht irgendwas? Aus Italien. Weiß ich nicht. Kann ich mir sagen. Wahrscheinlich werden sie vom Timo und Schobi zeichnen gemacht, ne? Kann sein. Also, oh no, Schobi! Also ist der Unfall! Also ich meine, der Asterix und Obelix Verlag ist zumindest derselbe, der auch Timo und Schobi macht. Und daher ist das gar nicht so auszuschlossen, wenn das stimmt, mit dass sie aus Frankreich kommen. Oder zumindest da gemacht werden oder wurden. Eigentlich wollte ich einen Crab inputten, aber es ist nicht eintracted. Oh no, Obelix, trinke eine sauber Tranke. Wirklich, du sagst nichts über die Römer. Du sagst nichts über die Römer bei Asterix und Obelix. Die Römer, die eine Fadenschuss haben oder so. Keine Ahnung. Ich kann kein Italienisch. Oh no, c'est le Romain. Nein! Ich will mal gucken, wer das Video hat. Dein Down-Air oder mein Up-Bee? Ich hoffe, ich. Ah, fuck. Warum machst du das ständig? Warum machst du das ständig? Es ist nicht gut für deine Gesundheit. Du solltest deinen Arzt damit aufsuchen. Ah, fuck. Weil das ein Zweig ist. Und die Leute. Ja, aber das bringt dich selber um, das weiß ich schon. Das solltest du nur machen, wenn du noch einen Stock-Vorsprung hast. Wir werden, glaube ich, immer wieder kurz voneinander getrennt, merkst du das? Kann sein, weiß ich nicht. Dann ist wahrscheinlich Discord gerade wieder am Abkacken. Einfach mit dem Spike? Der Spike bringt dich auch um. Du sollst dafür einen Stock-Vorsprung haben. Ja, aber ich sehe da immer wieder, dass die Leute so einen Trick haben mit dem Spike, dass sie sich da easy retten können. Nicht, dass ich wüsste. Als ob du dich verraten hast. Was glaubst du, wie ich diesen Scheißpunkt stundenlang trainiert habe?
Ach scheiße, damit ich mit Brolla irgendeine Rettung habe. Das ist die einzige, die er hat. Der andere downbeaten Konter und der andere war... Achso, der war die Kopfnuss, der war noch schlimmer als der Konter. Und der Konter ist schon Trash. Und mit dem habe ich vorher gespielt, das ist das Schlimmste daran. Da will ich gar nicht dran denken. Der Vorwärtsmatch ist so lächerlich weit immer. Von Sonic. Der ist länger als manche Schwertcharaktere. Ja, ich glaube, ich hab Pio. Oh, ja. Dieser Move ist so scheiße, Mann. Und das ist doch der schlechtere. SLK ist viel schlimmer eigentlich. Zumindest was die meisten Matchups angeht. Bei Sonic weiß ich es nicht. Könnte sogar sein, dass das fast besser ist. So. Warum passiere das? Bist du wieder in der Mii? Ja, du bist noch bei der Mii. Ich bin noch bei Mii. Jetzt ist auch die Fresse. Jetzt will er es wissen. Ja, du wolltest es so haben. Jetzt packt er Pay to Win aus. Jetzt wirft er Geld an das Problem. Ja. Ja, und 44 mit einer Kombo. Wo ist die Lösung? Okay. Hier ist mein Page already. Hitbox ist einfach mal 10, Alter. Gott. Die 100 Stunden Refroll haben sich ausgelohnt. Also echt gelohnt. Allein das war's wert. Ja, darauf hältst du nicht mehr rein, schade. Ach komm, ich dachte, ich hab's doch, Manu. Zero to death. Naja, Zero war das jetzt nicht möglich. Ich hab's gesagt, oh. Das soll ich mich doch nicht mehr trauen. Ach, scheiße! Nein! Nein, das war ein Fehler. Komm mal. Manchmal bin ich echt wie eine Katze. Spiele mit meinem Essen. Was das mit Zweck zu tun hat, weiß ich auch nicht. Was willst du gerade eigentlich haben? Nee, meine Katze spielt gerade. Da war ich schwarz nach Scheiße. Blöde Katze, was soll das? Miau! Tja. Paper Fury kommst du doch nicht vorbei. Best of Three, oder? Ja, okay, können wir machen. Kann ich das ganz schnell aufschicken. Da hat er einmal gegen die Brawler gewonnen und jetzt weiter eine große Klappe zu haben. Ich glaube, ich habe mit Terry nicht mal 100 Stunden. Ich habe Terry in Elite und ich habe 2 Kämpfe mit ihm. Oder war das Ness? Ich weiß nicht mehr, welcher von beiden. Ja, jetzt wackelt er an seinem LAN-Kabel, ne? Nein, an meinem WLAN-Kabel. Nur an dem. Bye.
Langweilig Schlagabtausch noch ziemlich fair, erinnern wir das mal. Mit Ansage! Sehr schön. Ich glaube, jetzt ist er weg. Das war jetzt der Bruder. Oder er schreit gerade. Deswegen ich auch weißt du mal. Du warst gerade kurz weg, eventuell weil du zu laut warst. Das weiß ich jetzt nicht. Ah, fuck, zu früh. Da war ich zu billig. Da ist er nochmal rausgekommen. Junge, fahr doch schneller! Nein! Und Nut mit er! Ja, schade. Das kann auch gehen. Nut mit er! Ja, danke der Nachfrage. Mir geht's gut, ach scheiße. Okay. War weg damit. Du warst doch fast 200. Tu mal nicht so. Nein, ich meine, du kannst mich jetzt einfach eigentlich easy killen. Ja, da müsst ihr auch drauf reinfallen. Ja, ich glaube, ich bin tot. Ja. Jawohl, Alter! Alles. Ah, nein! Ich war zu greedy. Warum habe ich das versucht? Ich wusste, dass es nicht klappen easy wird. Easy best of three. Easy best of three. Warum habe ich das versucht? Ich hätte das nicht machen sollen. Gar kein. Ja, ist ja nicht so weit, hat das Discord wahrscheinlich kurz gemutet. Oh, scheiße, Alter. Ja, du kannst mir jetzt den Controller wieder gegen die anderen zu nehmen. Los, Kitty, gib den Controller wieder her. Ja, ich habe gerade keinen besseren Namen für die Katze. Kitty? Ja, mir ist nichts Besseres eingefallen. Kitty KitKat. Oh, KitKat wäre ein cooler Name. Ich habe meiner Katze einen neuen Namen gegeben. Nennen wir jetzt Katze hier. Ja. Das Gefühl ist ja, wir können deine Katze ja beide Geschlechter haben. Die meisten Leute wissen nicht, ob das ein männlicher oder weiblicher Name ist. Das funktioniert da ja. Okay, das war irgendwie dämlich gerade. Da fliegt er vom Wolkenhort runter. Mitten in die Welt. Der muss nochmal. Achso. Oh, ich hab keine Federwaffe da drin. Und weg. Ah, scheiße, hat's immer noch, verdammt.
Ich dachte, das reicht mit einem Suplex. Kann ich. Ja, ja, okay, jetzt fehlt dir nicht mehr viel. Oh nein! Warum? Nein! Warum mache ich eher das schon der ständig Idiot? Ah, nein! Ich bin so blöd. Als ob! Der Move ist so lächerlich! Das ist so ein lächerlicher Move! Oh. Ja, geil! Oh, cool! Oh, verdient gewonnen, Alter! Verdient. Sagt er hier, der Kazuya nimmt! Oh. Nimmt Kazuya und redet von verdient! Natürlich! Da ist noch mal was so clear, aber es ist auch, dass ich platt mache. Kazuya sollte ich schaffen. Weil der Terry ist schlimmer als der Kazuya. Oh, und ich mach denselben Fehler nochmal. Das ist der Cheat von SAK. Oh, das ist so lächerlich. Du bist der einzige Charakter, der aus dem Move wieder rauskommt. Jetzt kommt doch noch aus Duplex irgendwie wieder raus. Ich seh's schon. Was glaubst du, was ist stärker? Suplex oder das Techno aus Supernova? Die Antwort würde ich vielleicht überraschen. Ah, Moment. Du bist ja der eine Charakter, bei dem das nicht funktioniert. Aus unempfindlichen Gründen. Supernova, denke ich, ist nicht so stark. Ja, der Supernova, das Ding ist halt, die macht kleineren Damage immer. Und der ist immer genauso wenig, dass Duplex nicht unterbrochen wird. Gerade so. Und deswegen kannst du mit... Ah, okay. Gut, dass ich nicht gemacht habe. Ey, dieser Forward-Smash ist so lächerlich! Ist doch! Kazuya wins. Ey, wenn Kazuya angreifen will, dann kannst du, hast du keine Moves, mit dem du ihn unterbrechen kannst. Yes, vielleicht? Vielleicht, aber selbst da bin ich mir unsicher. Moment. Trau dich doch! Komm, mit wieder A! Ja, jetzt mit Chantel jetzt schon zweimal nicht funktioniert, will ich mit Red nochmal probieren. Vielleicht ist die besser gegen Kazuya, weil Kazuya bin ich mir nämlich unsicher, wer da besser sein könnte. Ich glaube sogar Red könnte besser sein. Wegen Trapper. Ja, du kommst selbst aus der Jab-Kombo raus. Was ist das denn für ein Scheiß? Und die wollen mir erzählen, der Charakter ist nicht OP. Ja. Ist er aktiviert?
Reicht nicht, er ist zu heavy dafür. Ja, ist zurück. Als ob, ey, das war ein Quip, das ist ein Command-Quip. Das ist ein fucking Command, man! Das ist so lächerlich! Ich hab vorher losgelassen, das sehen. Ja, da unten ist trotzdem Command, man! Oh, meine Fresse! Ich glaube, das würde nicht verwendet in Mac oder sonst wie funktionieren. Die haben dieses Feature offiziell. Und der hat es einfach nur als Bonus. Plus die Comeback-Mechanik. Ja, haha, Sakura ist halt gut befreundet, ne? Ist halt ein bisschen übertrieben an der Stelle. Ich wette, er und die Miyamoto sind jetzt auch nicht so hart auf dem Kriegsfuß, wie sie vielleicht immer tun. Aber bei Kazuya finde ich es trotzdem ein bisschen lächerlich. Shit. Ja, ich muss deine Comeback-Mechanik ausgimpen, damit die mir nicht nur noch Hilfe Eis macht. War das schon das beste Upgrade? Ich habe ja. Habe ich zweimal vorher schon gewonnen? Ja, gegen Chantel hast du zweimal gewonnen. Okay. Nicht nur mit Terry, ne? Ne, mit Terry hast du erst zweimal gegen Red und dann mit Kazuya zweimal gegen Chantel und jetzt ist das zweite Mal gegen Red. Und dann theoretisch Terry Chantel, wobei ich dann nicht weiß, ob das viel Unterschied macht. Vor allem, da ich ja nur die ganze Zeit Air-Dodges gemacht habe, um mich selber damit umzubringen. Ich höre komische Geräusche bei dir. Wollte ich mir Sorgen machen? Was für komische Geräusche? Keine Ahnung. Hintergrundgeräusche halt. Also ich habe auch Kopfhörer auf, die sind so Echose. Echo the Dolphin. Kopfhörer. So Echo the Dolphin. Yeah. Ich hätte deine Stelle mich damit umgebracht, bin ich ganz ehrlich, ich wäre so scheiße. Nach meinem Rap? Ja. Ich höre bei den Nebengeräuschen, das verwirrt mich. Das ich habe die auch gerade so gehört, das ist nur fair so. Ich weiß aber auch nicht, woher es kommt. Das hört sich nach Wank Wank. Ach, was? Wank Wank. Kenn ich nicht. Wo ich den kenne? Wank Wank bedeutet Schutzflug. Ja. Das klingt nach was Versauten. Ja, Wank Wank. Nach hinten geht. Ja, aber das ja, dauert ewig, bis der nach hinten geht. Und er hat und über 200 Damage. Ja, ich weiß. Ja, ich wollte mir normal. Die überlebt alles immer. Natürlich.
Ja, okay. Gut. Ah, fuck. Hier zu Whisky. Hier zu Whisky. Warum mache ich das? Scheiße. Ja, ich muss immer überlegen, ey, was mache ich jetzt? Mache ich direkt runter oder gehe ich nach rechts aus? Das wäre auch wie Wirbel gegen Kazuya geht. Das Einzige, wo ich ihm Schaden mache, ist Side-B. Und selbst das überwindet er manchmal mit seinem Smash-Angriff. So, das ist, glaube ich, das hier. Ne, warte, wer hat das erste Kazuya-Red gewonnen? Du. Ja. Dann ist das jetzt. Ich habe zweimal hintereinander gewonnen. Oh, dann habe ich nicht richtig mitgezählt. Was ist denn Arsch? Sagt derjenige, der Kazuya nimmt. Ja, Kazuya ist nur ein bisschen OP. Er hat nur 50.000 Mechanik und Fake gewinnen. Ah, warte, in der Luft kommst du da nicht wieder raus. Ah, okay. Das ist vielleicht der Trick, den ich brauche. Achso, damit nichts zurück. Ich hab's einfach passieren lassen. Ich bin Kazuya, ich gewinne das am Ende sowieso. Auch wenn ich best auf Spiel der dritten Runde schon bin. Oh, ich soll Klatsch spielen, Max. Nee, danke, lass mal. Du bist irgendwie nicht so frustriert. Mann, ich denke immer, mein Mikroroller ist klein genug, um sich drunter durchzuducken. So. Ey, wenn du willst, kann ich nächste Runde ernst machen. Soll ich? Kannst ja wieder auf Terry gehen, vielleicht klappt es dann wieder. Soll ich auf Terry gehen? Mir ist das egal, mach wie du willst. Nee, dann mache ich dich mit Terry platt. Ja, das habe ich befürchtet. Jetzt frage ich, soll ich dann auf Chantel gehen, damit wir da auch die Runde noch final haben? Oder? Zwar. Oder ich nehme Terry 2. Also Ryu oder Ken wahrscheinlich dann. Ja, das sieht Terry ziemlich ähnlich. Und ich glaube, bei dem ist Chantel sogar besser, wegen der Rettung. Oh, so schön das Ding, wenn ich wieder machen kann. Das glaub ich. Oh, das hat mir gefehlt. Ja. Ah, oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, jetzt pass auf. Als ich das Match gekonnt habe, hatte ich wirklich Angst im Moment. Ich dachte auch, oh, damit bin ich instant tot. Ah, fuck. Oh, gerade so noch. Ah! Nein, ich bin noch nicht. Ja,
Ach, Mann, komm, das war doch der Comment Grab. Warum klappt der nicht mehr? Fuck, ich hab vergessen, dass die Zinnober das kann. Komm mal, nee. Klappt einmal nicht. Boah, scheiße, warum klappt der wieder nicht? Ja, das ist ein, sonst eigentlich ein Move, den ich gegen Lucina und Kong übe, weil die sind da ziemlich aufgeschmissen. Ich hab vergessen, dass in Cinema ja einfach mit der Superarmor da durchkommt. What? Okay, I take that. Ah, fuck. What? Was? Hast du mich gerade aus SRK gegriffen? Pass auf, ey. Als ob das geht. Ja, das geht. Ja! Oh Gott, ich hab's rumleiten. Und tschüss. Ah nein! Jetzt du warst zu heavy. Und tschüss. Gott sei Dank. Ah, shit. Orange. Muss vielleicht noch duschen gehen. Ich glaube, gegen den Snowball wäre sogar tiefer am besten, wenn ich drüber nachdenke. Tiefer? Ja, tiefer. Ich glaube, die kann die Rettung am ehesten ausgenicken. Die anderen können das nicht so wirklich gut. Ich lande immer noch daneben. Ah, scheiße. Ah, fuck. Irgendwann finde ich was, was den Crap umgeht. Irgendwann. Ach, ne. Hm, ja. Hm. Nicht das Beste, was ich wollte, aber okay. Nein, scheiße! Ah, fuck, ich dachte, ich hab's noch. Ah, shit. Ich dachte, ich hab's noch. Nee, leider nicht. Ich höre die ganze Zeit Windows-Sounds, doch? Nee. Allerdings habe ich bei mir die System-Sounds auch ausgemacht. Schon für immer, weil ich hasse System-Sounds. Die bringen eh nichts und nerven nur. Aber es klappt irgendwie so, als wäre irgendwas raus und wieder reingesteckt. Deine Kopfhörer vielleicht nicht richtig drinne? Ich hab ja Wireless. Ach so. Ja, der Dongle dafür nicht richtig drinne? Der ist eigentlich die ganze Zeit drin. Der sollte eigentlich. Ja.
eigentlich kein Problem. Ah, oh, die Wii U wird repräsentiert hier. Wundert mich eher, dass die Wii U nicht den Weg des Merchant Boys geht und nur so kleine Anspielungen noch immer drauf sind. Das ist doch eine kleine Anspielung. Leute, kennt ihr uns doch? Leute, die Flagge ist für alle Wii U-Besitzer. Alle drei, jeder hat seine eigene Flagge. Ja, das heißt, die Flagge gehört mir. Okay, ich nehme die rote. Die ist am weitesten weg und damit bin ich am wenigsten damit assoziiert. Ich benutze den Karton von der Wii U immer noch als Mülleimer. Und ich habe das Gefühl, ich habe ihn schon öfter benutzt als die Wii U selber. Und es wird irgendwann der Punkt passieren, an dem das wirklich so ist. Vielleicht ist ja sogar schon passiert. Und ich weiß nicht. Ich habe sehr viele Sachen bei der Wii U nochmal gekauft. So Virtual Concept Sachen. So Wii-Sachen. Sowas wie Pikmin oder sowas, dann die Zelda DS Games und so. Werde ich alles streamen. Ich finde es ja witzig, dass Pikmin 3 auf der Wii U das Digitale jetzt aus irgendwelchen Gründen wertvoll geworden ist. Weil es halt nicht mehr digital verfügbar ist. Also, es macht halt so. Ah, scheiße. Es macht halt eigentlich absolut keinen Sinn, weil es ist unendlich vervielfachbar. Aber dadurch, dass es auf der Wii U jetzt nicht mehr möglich ist, weil die wollen ja ihren Port pushen, deswegen ist es jetzt wertvoller geworden. Ja, I take that! Bester Fliege, da bin ich. Das war ein Sieg auf Ehre. Soll mir recht sein. Solange die Zahlen sagen, dass ich gewonnen habe, ist mir das egal. Scheiß auf Ehre. Sonst will ich nicht Brawler spielen. Warte, ich will noch was probieren. Wenn du eh schon bei Incineroar bist. Warte, habe ich. Doch, ich meine, ich habe mit dir schon mal gegen Tifa gekämpft. Viel tiefer. Das hat er wieder Terry genommen, ich hab's gehört. Ich bin doch schon die ganze Zeit bei Terry. Achso. Achso, ja, dein Terry hat sich wieder rasiert. Dein Terry hat sich wieder rasiert. Jetzt schon klar, dass Tifa auch normale haben. Deswegen ist sie auch Tifa. Die wird anders geschrieben. Das ist Tifa. Was erwartest du, was ich mit dem Gag mache? Oh Gott, Alter, das ist klar. Perfekt. Komm mal, komm mal. Los, fang! Ich mag die Kugel. Warum bin ich in die Form? Schau in die Richtung. Was ist da? Was habe ich da gemacht? Was, kann man das Video lassen? Dann will ich mir nachher nochmal anschauen. Da gerade war. Moment, erstmal muss ich Terry töten. Oh mein.
Ich mach noch zwei Matches, dann muss ich, glaube ich, aufhören. Ja. Weil sonst ist es zu spät. Ja, länger wollte ich auch nicht mal. Ich muss morgen auch wieder früh raus. Gott, ich höre deinen Ansage jetzt die ganze Zeit. Hast du deinen Switch lauter gemacht oder so? Nee. Okay. Ah, fuck. Aber ich lebe noch. Ah, fuck. Wollte Zeit wie eigentlich machen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist eigentlich mein Kopfhörer runtergemacht. Dass ich jetzt laut höre. Ja, lernt irgendwie immer neben dir. Das ist, glaube ich, nicht so das Optimalste. Das ist für mich. Ist so. Habe ich schon erwähnt, dass das ein Cheese-Move ist? Wenn du dich aufpasst, passiert dir das vielleicht nochmal. Siehst du? Ah, oh, ich höre ihn so ganz leise noch, das ist schön. Ich höre die Wut bis hierher. Das ist 10% gewesen. Das ist Zio-Töten, der für jedes Mal, wenn du Pech hast. Das kann ich jedes Mal bei Zio töten, egal welcher Charakter. Vielleicht nicht bei Kazuya, das weiß ich nicht, aber. Habe ich schon erwähnt, dass das ein Cheese-Charakter ist? Was ist das für ein Move? Das ist SAK. Das ist die Power von SSK. Von SAK. Ich liebe SAK. Warum hat kein anderer so einen Move? Weil sonst niemand Brawler spielt und niemand weiß das. Und das Geile ist, das kann jeder, fast jeder meiner Mies. Das hat Shantae auch die ganze Zeit gekonnt. Mit Shantae spiele ich das nur nicht so sehr, weil Shantae halt eher auch mit der Punch-Kombo da nach oben killt. Deswegen braucht sie den Cheese da nicht. Oh. Das ist sehr strange. Oh, wenn ich jetzt nur wüsste, welche... Wir sind ja eigentlich komplett vom Thema rausgekommen. Wir hatten ein Thema? Achso, ja, stimmt, die Direct. Ja, und da hatten wir... Okay, wir hatten ja uns darüber geredet. Ich freue mich auf das neue Kirby-Spiel. Was natürlich erst nächstes Jahr rauskommt. Juhu! Neue Spiele erst nächstes Jahr. Geil. Ich bin gespannt, ob wir einen Smash-Charakter kriegen. Und wenn ja, ob ich irgendwer, der möglichst viele Leute triggert. Ja, safe. Safety, der kommt auch noch dieses Jahr raus. Ja, ich bin unsicher wegen Corona und allem. Weil inzwischen sollte sich das langsam ja gefixt haben. Die anderen Charaktere kamen ja genau auch wie geplant raus. Nein, nicht ganz wie geplant. Oh Gott, der Trapper. Dragon Ball! You may call him Dragon Ball. Da da da, da da da, da da da, da da da. Es ist da, kann es sein, ein neues Elder Scrolls Spiel. Zeit ist knapp. Mach mich schlapp, es geht jetzt selbst richtig los. Bis Mama, tschüss Papa und da Bond oder Fotos. Ich bin noch, das ist was. Man sieht sich, Hyrule. Nicht mehr on, ne Leon, ihr seid nicht mehr so cool. Was? Ich weiß nur, dass da noch mit einer Latte da am Ende ist, also nachdem man den Trailer gehört hat. Ich glaube, das reicht. Ach nee. Ah, fuck it. Nein! Okay, aber anders sollte das reichen. Nein, nicht. Das werde ich nicht in der Luft machen. Ach, ja. Jetzt aber. Danke. Ja, 50 ist gut.
Mit. Nein, nein, nein. Oh Gott, ich dachte, du gehst nach oben. Fuck, ich dachte, ich bin noch. Egal, 56, 46 reicht. Ah Mann, wie ist immer so 2% scheitert? Das gibt's doch nicht. Ah, fuck. Oh, fuck. Ah. Okay. Ja. Er sieht so leblos aus ohne seine Augen. Wer? Das Phantom, ja, oder? Ja, das Phantom. Achso. Ja, aber so sehen die, meine ich, auch aus, oder? Das Einzige, ja, was nicht stimmt, ist das Logo. Weil da ist, das ist eigentlich nur, wenn ein Geist Zelda da drin ist. So, okay. Tja, tja, tja. Da rankt der Junge mal wieder richtig ab, ne? Ja. Und wie ist jetzt da noch rum? Links, rechts, B, A. Ja. Wenn du eine Möglichkeit findest, das alles noch da reinzukriegen, gerne. Jetzt habe ich irgendwie ein Rauschen. Aber na gut. Ich will jetzt nicht das letzte Level, das letzte Match deswegen verlieren. Ah, fuck. Oh. Ich dachte, mein Kick muss doch da treffen. Steuern, Mann. Hat sich etwas zu viel rumgeportet. Nein, scheiße. Gerade die sagen wir dir, ich mach das nicht mehr so. Warte, ich wusste, dass du dich nach unten bohrst, dachte ich, war zu blöd, das zu verhindern. Aua. Scheiße, Mann, ey, das gibt's doch nicht. Ah. Genug Edgeguarding für heute. Das reicht dir. Nein! Nein! War scheiße.
erlebt, ne? Nein! Ah, scheiße! Ich wollte spannend machen das letzte Match. Ich dachte mir, na, okay, das klappt so nicht. Ich warte noch ein bisschen, vielleicht fällt es, vielleicht kann er dann auf irgendwas auf den Schieß drauffallen. Drauf reinfallen. Scheiße. Hätte ich nicht machen sollen. Ach, verdammt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey, das wollte ich unbedingt nicht verlieren. Oh Gott. Junge, Junge, Junge. Mod gewinnt. Dann Streamer verliert. Verdammt. Im Gesamt hast du gewonnen. Ja. Wobei, weißt du, ich weiß nicht, wie es insgesamt aussieht, aber es gibt da die Möglichkeit, das nachzuschauen. Das würde mich mal interessieren. Und zwar, wenn du, ich kann es dir ja in meinem Stream gleich zeigen. Das gab es irgendwo. Oder rausgekickt. Ja, weil ich gerade raus bin. Du kannst nämlich, Moment, wo war das? Also was ich sehen kann, ist beim, was war denn das, Ah, du gehst auf Buch, du gehst auf und dann auf Smash Mark. Ja genau, da kannst du... Da sind ich dann 425 Stück habe ich von dir. Oh. Düs. Gib auch Records. Ich bin schon da. Und dann 612. Meinst du? Du hast 400... Das ist ja dann, dass ich... Kann es sein, dass ich, weil ich die ersten 300 verkauft habe? Das weiß ich nicht. Ein paar habe ich verkauft. Wie viel kriege ich denn dafür, wenn ich das verkaufen würde? Ich kriege 999. Okay, das ist sehr wenig. Das ist ja kaum was wert. Wenn du dich verkaufst, 999 Euro ist wahrscheinlich das Maximum. Ne? Ja, Moment, ich muss gerade gucken, wie ich... Ach, da. Ja, 999. Du hast ja als Favoriten. Ja, ich musste als Endfavorit wieder, ich musste wieder aus dem Favoriten rausnehmen. Aber mit A machst du sie zu Favoriten, nicht mit X oder so. Deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. Das ist das Maximum. Dann ist das Maximum, dann stimmt. Dann kann ich dir mal zeigen, ich glaube das meiste war offline. Es gab hier doch irgendwo. Moment. Name, Jan. Und dann Playtime. Ja gut, ist mit Benjo nur nach halb... Nee, Quatsch! Ich habe 30 Stunden mit Bootballer gerade mal erst. Mit Benjo 33. Und das ist nur offline. Ich glaube, online ist es nochmal schlimmer. Ich glaube, online war das... Gehen wir mal auf Play-Spielzeit. Da habe ich offline mit Bayonetta 15 Stunden. Das ist mein Maximum. Dann gehen wir mal auf online. Online-Spielzeit. Ja, gut, das da kommt. Ist der okay. Warte, kann man das irgendwie wechseln? Weil es gibt ja zweimal online. Achso, das ist offline und Kampfarenen. Achso. Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt nur einmal online. So, dann Spielzeit, ja. Okay, ich bin verteilt auf mehrere Charaktere, aber meine meiste Zeit habe ich mit Bayonetta 15 Stunden. Mit Bayonetta habe ich glaube ich ziemlich am wenigsten, das ist der Witz daran. Am wenigsten habe ich mit Mii Schwertkämpfer und dann kommt Mii Brawler. Es ist genau umgekehrt irgendwie. Dann kommt Diddy Kong, dann kommt Ice Climbers, dann kommt Rob, Wario, Dr. Mario und dann kommt der Mii Blaster, wie heißt er? Mii Gunner. Dann kommt Baby Bowser. Also, ja. Da ist so die Creme de la, die spiele ich nicht. Ich glaube, Robert Dümmel ist auf Platz 55. Mann, geht doch. Und Zelda hat sich hochgekämpft auf Platz 37. Mit einer 147. Also, ja, ist Platz 27 mit 3 Stunden. Und mein Roy ist bei 6 Stunden. Okay. Terry habe ich nur 8 Runden gespielt. Laut den Statistiken. Aber
aber ich habe auch ein bisschen halt. Ich kenne halt Terry so ein bisschen durch die ganzen King of Fighters Spiele. Dann mache ich hier mal Smash weg und dann gehe ich gleich duschen und dann wird dann die Direct geguckt. Hey, du spoilerst mir irgendwas. Ich schreib dir nichts. Okay. Wenn du, ich würde dir einen Tipp geben. Genau. Ja. Weil ich hätte, du hättest quasi die. Du gehst wahrscheinlich schon vorher pennen, ne? Vor 0 Uhr. Ja, ich werde das wahrscheinlich schaffen. Wenn ich nicht schlafen kann, gucke ich es mir vielleicht doch an und streame es dann doch nicht. Oder ich streame das dann im Halbschlaf, wenn das Mikro dann geht, aber. So, ich guck's mir an und dann, wenn ich sie gesehen habe, lege ich mich direkt hin. Ich bin auch ganz nett immer am Überlegen, ob ich mir ein Wabel wäre oder. Keine Ahnung, aber irgendwie, die Demo hat es mir irgendwie ein bisschen angetan. Ja, die Demo ist super. Was ich gesehen habe, war bis jetzt ganz cool. Es ist halt, bei WarioWare kannst du halt sicher sein, dass es auch WarioWare wirklich ist, was du bekommst. Nicht so wie bei Paper Mario. WarioWare waren die letzten vier Teile genau das, was du dir erwartet hast. Also wie ich das so mitbekommen habe, sind so ein paar Leute, die ich zum Beispiel gucke, außer Mary, sagen dann zum Beispiel, die mögen dieses Feature nicht. Mit dem Dingens, dass... Mit den anderen Charakteren, oder? Genau, dass so... Du hast quasi verschiedene Minispiele, aber du hast immer verschiedene Möglichkeiten, wie du die da spielst, wo ich mir so denke, Leute, was ist eigentlich falsch mit euch? Ich weiß, ich habe die Demo auch gespielt. Jetzt wollte ich sie gerade demonstrativ zeigen, jetzt ist sie hier nicht. Da. Okay, ich habe die Demo auch gespielt. Mario Kart 9 trendet. Die Leute wollen so sehr Mario Kart 9 sehen. Sinn machen würde, naja, wobei eigentlich... Die müssen es leider nicht machen. Es verkauft sich halt noch so übelst gut. Es macht gar keinen Sinn, aus Nintendo's Richtung. Es verkauft sich noch so gut, Alter. Es ist halt eins der besten Spiele, die da. Wir brauchen halt nur anderen Content noch mehr. Und da habe ich die Switch OLED zum Beispiel noch und den Preisdrop. Ich glaube, die DLC für Mario Kart 9 wäre sogar sinnvoller nochmal. Aber ich denke, das ist ein bisschen spät. Ich glaube, das machen sie nicht mehr. Nee. Die hätten das am Anfang machen sollen. Also direkt nachdem sie. Quasi ein Jahr später, nachdem sie den Battle Mode reingemacht haben mit den richtigen Arenen. War der nicht schon beim Release drin? Beim Switch Release, genau. Ja. Der war da dabei. Ja, also, aber der war ja bei der Wii U Version war der nicht dabei. Also der Battle Mode war da, aber die richtigen Arenen, die kamen erst mit der Switch Version. Ja, es gab ja auch so zwei, drei neue Charaktere, aber es war halt kaum was Lohnenswertes. Ja. Also ja, ich finde, die hätten dann ein Jahr später vielleicht nochmal. Ein Cup oder zwei Cups mit nochmal neue 8 Strecken machen können. Und dann hätten die Leute jetzt nicht so sehr nach Mario Kart 9 geschrieben. Die hätten noch den Superstar Cup machen sollen mit Kirby und von mir ist auch noch irgendwas mit Metroid oder Star Fox. Das hätte sich verkauft wie geschnitten Brot, sag ich dir. Ich denke aber auch, Mario Kart 9, wenn Mario Kart 9 rauskommt, wird nicht mehr Mario Kart heißen. Sondern? Achso, Nintendo Kart meinst du dann? Nintendo Kart oder Nintendo All-Stars. Ich dachte jetzt eher auf die neuen bezogen. Doch, warum sollten die nicht zählen? Weil sie haben auch gar nicht mehr zu viel. Weil ich denke, so, das wird wirklich so sein. Es würde sich halt übelst lohnen. Die Leute würden sich freuen, wenn Kirby und sowas reinkommt. Da müsste man nicht mehr 10 alle Bowser-Dinger reinpacken. Also die ganzen. Du müsstest das nicht mehr modden. Das ist doch der Hauptgrund und für die meisten Modder ist es auch gar nicht so schwer. Und die könnten mal regelmäßiger Tracks rausbringen. Also dass man dann vielleicht am Ende so bei 60 Strecken oder so ist. Statt bei 48. Ich glaube, das Mobile Game macht das genau so. Nur halt für die Konsole haben sie es aufgegeben. Luigi hat ein deutsches Outfit, das finde ich ziemlich witzig. Der hat, glaube ich, sogar eine Bratwurst. Vielleicht hätten sie sowas machen können, aber die. Das macht leider auch noch so richtig viel Geld. Ja, es ist halt ein Mobile Game. Mobile mag man, glaube ich, generell. Also verglichen mit Mobile sind Konsolen Peanuts, aber er ist halt moralisch auch etwas. Da gibt es gewisse Probleme.
bin wirklich gespannt. Auf jeden Fall, verlasse dich jetzt. Ja. Streamst du jetzt noch weiter? Oder? Ich töte Quom noch ein paar Mal, weil ich das noch üben will. Okay. Oh. Ja, du kannst froh sein, dass du nicht Quom genommen hast. Doch, ich hatte doch Quom und hab dich besiegt. Gegen Mii? Gegen Mii? Ich weiß nicht, ob es gegen Mii war, aber ich hab Doch! Gegen den Meerjungfrau-Mann. Achso, ja gut, bei dem wusste ich die Moves nicht mehr. Bin ich ganz ehrlich, den hatte ich vorher mit der Kugel gespielt und dann hatte die. Ah, nee, Chuck Norris. Chuck Norris hatte ich heute gar nicht. Doch. Da war irgendeiner, der sah aus wie Chuck Norris, der hatte so braune Haare. Das war Obi-Wan, das war ein Schwertkämpfer, kein Brawler. Achso, dann war das ein. Ja, das war ein Mii. Du hast mich doch noch gefragt, ob das ein Laserschwert ist. Ja, ob das zum Standard gehört. Weil das nicht so aussah, als würde es zum Standard gehören. Achso, dann war das für mich Hello, ne? Ich hab's doch überlegt, ich hab Hello der diesmal gar nicht gesagt, aber das wird er wahrscheinlich trotzdem erkennen, er kennt den Mii doch. Ich verstehe noch nicht ganz, warum ich manchmal getroffen werde und manchmal nicht. Okay, auf jeden Fall, ich bin dann mal offline, ne? Ja. Wir hören uns demnächst wieder. Ich werde bei der Arbeit morgen sowas von sterben. Ja, deswegen mache ich die Arbeit in Ruhe und dann schaue ich Spamme. Und dann fliegst du in die Luft. Nee, das fühle ich nicht. Also darauf hätte ich gar keinen Bock, weißt du, dass ich dann nach Hause komme. Weil ich liebe es quasi, diese Live-Reaction zu haben, ohne dass ich quasi irgendwo hingehe und dann sehe ich einen Trailer oder sowas. Weil ich habe das richtig auch, wenn ich dann sage, ja okay, ich gucke mir das nochmal an, dann sehe ich irgendwo schon einen Trailer oder sowas. Und das pisst mich ein bisschen an. Ja, deswegen mache ich so, dass ich... Mein PC lasse ich an, hab nur den Tab mit der Direct offen, dann weiß ich, ich muss OBS starten und mehr mache ich dann nicht. Handy lasse ich komplett aus bis dahin. Ja, da diese Chrome-Verschwendung, die will ich nicht machen, muss ich sagen. Ja, du kannst doch so machen, dass es im Standby-Modus halt ist. Das ist das Erste, was er dann öffnet, halt links ist, der Tab da. Naja, auf jeden Fall. Wir hören uns dann demnächst mal wieder, ne? Ja. Ich versuche auch in nächster Zeit wieder anfangen zu streamen. Aber ich will das nicht so groß ankündigen, weil sonst halte ich mich nicht dran. Es wäre vielleicht gar nicht verkehrt, wenn du es großartig ankündigst, weil dann hast du das Gefühl, du musst dich jetzt dran halten und überwindest dich dazu. Dann hast du eine Verpflichtung. Ja, aber ich hatte ja immer wieder diese großen Projekte, die ich vorhatte. Zum Beispiel wollte ich ja Sonic Colors oder Tales of Arise machen. Das habe ich jetzt beides privat gespielt. Also da bin ich beides noch dabei, es privat zu spielen. Ja, und ich wollte eigentlich genau am Release von Sonic Colors wollte ich das spielen. Aber ich hatte da Spätschicht und als das rausgekommen ist, weißt du? Und dann wollte ich so spät nicht mehr streamen und dann dachte ich mir, nee, wenn ich jetzt nicht zu Release streame und jetzt Tag danach, darauf habe ich keinen Bock, deswegen habe ich es auch privat gespielt. Ich mache ein paar kleinere Sachen erstmal. Ich habe ja auch Ahead in Time und Spyro hatte ich ja auch vorher schon mal gespielt. Oh, bei Spyro 1 ist mir sowas Dummes passiert. Oh, so richtig dumm. Weiß nicht, ob... Was? Okay, und zwar, ich war am Ende des Spiels, hatte Knast die Norm, wollte nur... Ich hab's gesehen. Ja, ich hab's gesehen, ich war im Stream dabei, da habt ihr noch ein Level gefehlt. Ja, das war dämlich. War einfach nur dämlich. Ich finde das eigentlich ganz lustig zu sehen. Ja, glaube ich. Du hast wahrscheinlich geklippt schon, ne? Nee, geklippt hatte ich nicht. Also ich habe das so nebenbei geguckt, ich habe da nebenbei was gespielt. Also. Und ich das so nebenbei mitbekommen. Ich hatte dir davor auch noch geschrieben, vielleicht fehlt dir noch mal eine Welt. Aber ich glaube, du hast nicht gelesen. Nee, kann sein. Und ich hatte dir dann das eine dann da geschrieben mit der Nintendo Direct, ob du das mitbekommen hast. Und dann hast du mir gesagt, nee, das ist keine Ahnung. Danach, also weiter, deswegen habe ich gesagt, der Direct. Das mit der Direct-Fahrer-Bug war heute. Genau, weißt du? Ja, okay. Das hatte ich dir bei Spyro gestern nämlich geschrieben. Hast du das mitbekommen mit der Direct? Nee, das habe ich übersehen. Okay. Naja, wir hören uns dann demnächst wieder, ne? Ja, bis dann. Jo, hau rein. Geh ich auch noch als Kill. Ich denke, ich habe jetzt kaum mehr genug getötet. Mach ich jetzt auch Schluss. Wie lange haben wir eigentlich? Wo war das? Wo wird das denn nochmal angezeigt? Gucke ich halt hier. Oh, 2,5 Stunden.
Ja, gut. Smash schauen die Leute doch gerne.